Hallo und herzlich willkommen bei Wechselzone Off Track zur zweiten Episode. Ich begrüße an meiner Seite den Ludwig. Hallo. Hi, und ja, freue mich auf unser zweites Buch und auf eine sehr, ja, wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante und anregendes Gespräch, was wir gleich haben werden, weil ja, die Titelfigur Rich Roll gibt da wirklich allen ja, Grund dafür, würde ich fast sagen. Aber erklären wir vielleicht erstmal zu Anfang, wer ist überhaupt Rich Roll für diejenigen, die ihn nicht kennen? Genau, Rich Roll ist ein interessanter Mensch auf jeden Fall. Er ist einer der bekanntesten Podcaster im Bereich Gesundheit, Leben, Ernährung und so weiter. Wahrscheinlich kennen von euch viele den Rich Roll Podcast, der wöchentlich erscheint, teilweise auch zweimal unter der Woche. Also der macht richtig was in dem Bereich. Jede Podcast-Folge wird auch per YouTube ausgestrahlt. Also der hat das richtig professionalisiert die letzten Jahre. Ich glaube, er lebt sogar davon, ne? Also jetzt Ja, fast, kann weitestgehend, man fast sagen. Ja, weitestgehend. weitestgehend, ja. Also er macht inzwischen auch Vorträge und öffentliche Auftritte, manchmal auch mit seiner Frau zusammen. Die haben da auch ein richtiges Ernährungsprogramm aufgebaut, das man sich online dann auch angucken kann und das buchen kann und so weiter. Also er ist im Prinzip auch Ernährungsberater geworden, hat ein sehr, sehr interessantes Leben hinter sich, war früher mal Schwimmer, ziemlich ambitionierter Schwimmer. Hatte dann eine Lebensphase, wo es ihm richtig schlecht ging, war Alkoholiker, war übergewichtig, hat einen sehr, sehr ungesunden Lebensstil gehabt, war dann auch Anwalt lange Zeit, und hat ein Juristenleben geführt, bis er dann irgendwann sein Leben umgestellt hat und dann kommt man auch so langsam zum Buch, und irgendwann gemerkt hat, dass es so nicht mehr weitergehen kann und hat sich dann dem Ausdauersport gewidmet, hat seine Ernährung, sein Leben komplett umgestellt. Und ist heute eben einer der bekanntesten Männer-Athleten in der, ja, ich würde sagen, Ausdauerszene, Ernährungsszene. Und hat eben auch ein Buch geschrieben. Und über dieses Buch wollen wir heute sprechen. Es heißt Finding Ultra oder Finding Ultra. Und das gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Interessanterweise haben wir beide auch sowohl das Englische als auch das Deutsche gelesen. Adrian Deutsch, ich Englisch. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das heute auch ein bisschen vergleichen können. Auf Englisch heißt das Ganze Finding Ultra, Rejecting Middle Age, Becoming One of the World's Fittest Men and Discovering Myself. Ist erschienen 2013 im Mai bei Harmony, 400 Seiten, 12,99 als Paperback und 11,50 in der Kindle-Version. Und auf Deutsch heißt es, eine witzige Übersetzung eigentlich, wie ich meine Midlife-Krise überwand und einer der fittesten Männer der Welt wurde. Da erschienen im März 2015 bei Unimedica 320 Seiten 16,80 oder 14,99. Das sind sozusagen die harten Fakten. Und ja, Adrian, um was geht's denn in diesem Buch überhaupt? Ja, um was geht's denn eigentlich? Hast du schon mal so einen groben Abriss gegeben, worum es geht, ne? Als du jetzt vom Ritual erzählt hast, wenn genau darum geht, ne? Es geht um sein sehr bewegtes Leben, das er geführt hat. Und das Ganze ist im Buch auf 10 Kapitel aufgeteilt und darüber hinaus gibt es drei Anhänge. Das allerdings in der deutschen Version, denn und in der ersten, ne, ich habe ja die deutsche und die erste Ausgabe, ne, von 2015. In der englischen Version, die du hast, und in der neuen ist das dann die zweite. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die zweite ist, oder, aber auf jeden Fall die Ja. neue, sieht das etwas anders aus, gell? Genau, es ist 2017 nochmal erschienen in der Revised und Updated Edition. Ich glaube auch auf Deutsch, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls gibt es da also auf Englisch eine neue Ausgabe, eine neue Edition. Und die hat tatsächlich ein Kapitel mehr, hat 11 Kapitel. Und dazu kommen wir dann später auch noch, wenn es um das Buch selbst geht oder wenn es um den Gesamteindruck auch geht. Das hat schon nochmal eine gewisse Bedeutung für das gesamte Buch auch. Und dazu kommen wir natürlich auch gleich. Genau. Also man könnte, ich finde, man könnte das Buch auf ja so quasi drei Lebensabschnitte von Rich Roll aufteilen. Also so zumindest kam mir das vor beim Lesen. Und zwar, da ist ja zum einen seine Jugend, ne, mit vielen Problemen in der Schule, wie wir ja vielleicht gleich darauf zu sprechen kommen. Dann die Entdeckung des Schwimmens, ne, dann vielleicht das zweite Lebensabschnitt ist die College-Zeit, ne, und der Absturz in den Alkoholismus in der Zeit.
Und dann hat man auch natürlich die Umwandlung, ne, zu dem Ultrasportler und Veganer oder wie Rich Roll dazu sagt, zum Pflanzenpower-Athleten. Das Ja. ist so vielleicht so die grobe Struktur des Buches. Genau, also ich finde auch, dass das insgesamt, was die Abschnitte angeht, sehr gut und sehr klar strukturiert ist. Er arbeitet halt auch mit sehr, sehr vielen Wandlungsszenarios, ne? Also dieses ganze Buch lebt so ein bisschen von diesen Wandlungsszenarios, die eigentlich in allen Lebensphasen in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt haben. Das zieht sich so das ganze Buch durch und von der Struktur her aber finde ich es doch ziemlich klar aufgebaut und dadurch auch ganz schön zu lesen und im Nachgang auch ganz gut zu rekapitulieren. Ja, definitiv. Also ich fand die Schreibweise sehr angenehm zu lesen. Na, jetzt auch in Deutschen. Ne, manchmal ist es halt so, dass das Buch nicht so gut übersetzt ist, ne, dass es da auch oft irgendwie Fehler gibt in der Übersetzung. Aber ich fand, dass in dem Fall ging das. Ne, also beziehungsweise das war gut. Ne, das hat sich gut lesen lassen und ja, also zu Story kommen wir gleich, aber das ist ja natürlich ja, schon sehr bewegend. Du hast es auch zweimal gelesen, oder? Ich habe es zweimal gelesen, ja. Und das Coole daran ist, dass, und so geht es mir oft mit Büchern, aber auch mit Filmen, wenn du es beim zweiten Mal liest, dann fallen dir Sachen auf, die du beim ersten Mal so nicht irgendwie gesehen hast. Und, ne? Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt besonders aufmerksam gelesen habe, weil ich wusste, dass wir das auf jeden Fall jetzt im Podcast besprechen. Aber ja, also sind schon ein paar Sachen mir aufgefallen, die ich beim ersten Lesen so irgendwie so drüber gelesen habe, sozusagen. Ja, mir geht es ganz genauso. Ich bin auch jemand, der dann normalerweise ein Buch nicht mit Stift in der Hand liest. Beim zweiten Mal dann natürlich schon, vor allem wenn man weiß, dass man es auch besprechen möchte. Und am Ende merke ich dann, dass ich mir wirklich unglaublich viel angestrichen habe und am Ende aber auch nicht mehr genau weiß, was ich mir alles dazu geschrieben habe. Deswegen geht wahrscheinlich jetzt auch viel verloren. Aber das macht gar nichts. Wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern. Deswegen, ja, also ich finde es trotzdem immer ganz angenehm, das Buch auch mit Stift zu lesen, weil man sich dann viele Sachen unterstreicht und dadurch bleibt es auch automatisch besser im Kopf. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin grundsätzlich eher ein langsamer Leser, aber ich vergesse halt auch leider sehr viel, weil ich auch sehr viel lese. Und das ist immer sehr ärgerlich, wenn man dann am Ende eines Kapitels sich überlegt, was ist da gleich nochmal passiert? Und deswegen sollte man sich da durchaus auch mal Notizen machen. Ja, definitiv. Also mir geht es ähnlich, ne? Deshalb, also ich arbeite zumindest wenn ich jetzt richtig Buch in der Hand halte, arbeite ich viel mit Kärtchen oder so Post-it, weißt du, die ich dazwischen klebe, aber auch Stellen, die ich markiere. Gut, in dem Fall hatte ich ein Kindle, da ist es auch recht praktisch, da kann man auch Stellen markieren und für später sind sie leicht wieder auffindbar. Ja, das mache ich schon auch sehr gerne, ja. Ja, wie ging es dir insgesamt mit dem Buch? Konntest du das gut runterlesen oder war das teilweise auch ein bisschen anstrengend? Nein, nein, also anstrengend, also ich sag mal so, ich könnte es, also es hat sich wirklich sehr gut gelesen, ne? Also wie gesagt, die Story ist schon sehr, ja, inspirierend irgendwo, ne? Aber ich habe tatsächlich, und da haben wir auch schon mal im Vorfeld mal so drüber gesprochen, ich habe dann auf jeden Fall Stellen gefunden, die ich dann kritisch gesehen habe. Ne, im Bezug auf später seinen Sport und die Herangehensweise und vielleicht auch teilweise auch auf die Ernährung, was wir auf jeden Fall irgendwie auch mit besprechen müssen, weil das auch irgendwann auch einen sehr großen Teil einnimmt. Ja, aber auch so, man kann schon, also Rich Roll hat schon wirklich sehr viel Mist im Leben gebaut und gut, der hat ja noch in sein Leben, spät in sein Leben noch die Kurve gekriegt, aber das ist halt so ein Buch, der dich da schon irgendwo mitnimmt, abholt und ja, also man lebt da irgendwo mit, ne? Also wie gesagt, da gab es Stellen, da habe ich mir gedacht, ey, wie bist du denn drauf? Oder was soll das jetzt? Und ja, tatsächlich. Aber dann auch wiederum, ne, diese Transformation, diese Umwandlung zu sehen, die er da vollzieht, das ist natürlich auch, ne, was sich gut liest, ne, was, Ja. das, ja. Vielleicht kommen wir, bevor wir auf die Inhalte selbst zu sprechen kommen, vielleicht kommen wir noch mal kurz auf den Stil von Ritual. Ich bin ja jemand, der wirklich sehr regelmäßig seinen Podcast hört und ich liebe diesen Podcast, weil ich das ganz toll finde, wie Rich Roll, nicht nur die Themen sind, finde ich super spannend, sondern auch wie Rich Roll diesen Podcast führt. Das ist immer ein Gespräch,
wo man wirklich das Gefühl hat, er nimmt die Hörerinnen und Hörer bei der Hand, genauso wie die Gäste, die er sich einlädt. Er führt die Gespräche sehr zurückhaltend, aber trotzdem auch sehr strukturiert. Er hat eine unglaublich angenehme Stimme, finde ich zumindest. Ich höre ihm wahnsinnig gerne zu. Hat eine sehr, sehr klare Ausdrucksweise, spricht, also ich finde ein sehr, sehr gepflegtes Englisch auch, nicht irgendwie zu wissenschaftlich, aber auch nicht irgendwie zu platt, sondern es ist ein total angenehmes Gefühl, da immer zuzuhören. Man kommt da super mit, man kann sich das sehr, sehr gut anhören. Und ich finde, dass sich dieser Stil auch so ein bisschen im Buch wiederfindet. Und deswegen, glaube ich, liebe ich dieses Buch letztendlich auch, ohne jetzt das Fazit schon vorwegnehmen zu wollen. Weil ich das einfach total gerne mag, wenn man so das Gefühl hat als Leserin oder als Leser, dass man da wirklich an der Hand genommen wird und dass man das Gefühl hat, man bekommt eine Geschichte erzählt. Und auch wenn es hier natürlich im Prinzip ja schon auch wieder so ein bisschen ein langer Monolog ja auch ist, logischerweise bei einer Autobiografie, was es ja letztendlich auch ist, ist es ja immer so. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man da wirklich eine Geschichte direkt erzählt bekommt und dass Rishol auch nie vergisst, dass da am anderen Ende, hätte ich jetzt fast gesagt, oder auf der anderen Seite sozusagen jemand ist, dem man die Geschichte halt erzählen muss und das auch irgendwie lebhaft machen muss. Und ja, und was ich da auch noch ganz, ganz toll finde, ist, dass er das wahnsinnig reflektiert macht, ne? Also man hat das Gefühl, Rich Roll ist jemand, der denkt eigentlich über alles, was so im Leben passiert, sehr, sehr gründlich nach und versucht dann auch immer noch eine Metaebene irgendwie herauszuarbeiten. Und ich mag diesen Stil einfach total gern. Ja, also gefällt mir also im Großen und Ganzen auch. Ich sag mal so zu 90%, zu 90, vielleicht sogar 95%. Es gab so ein paar Stellen, die mir nicht so gut gefallen haben, wo er einfach, ohne jetzt auf den Inhalt einzugehen, die einfach, wo er, ja, ich finde etwas, ja, wie soll ich sagen, übertreibt einfach, ne? Wo er einfach, ja, ist schwer, das zu beschreiben ohne Beispiel. Also ich sage jetzt einfach mal, da gibt es ja so den Lauf, ne? Den er in dem Buch beschreibt, ne? Wo er eigentlich vorhat, jetzt irgendwie einen kurzen Traillauf zu machen und daraus wird ein, ich glaube, 38 Kilometer Lauf, ne? Und da überschlägt er sich mit Superlativen, ne? Und auch so die Geschichte an sich. Und ähnlich geht es mir auch so mit seiner Ernährung. Wo er dann halt so die vegane, die Pflanzenpower-Ernährung für sich entdeckt, das ist mir einfach zu übertrieben. Ne? Das ist einfach ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Aber ich glaube, darauf kommen wir nochmal später auf jeden Fall noch zu sprechen, wenn wir da so ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Aber wie gesagt, also das sind so ein paar kleine Stellen, ne, die halt in dem Buch waren. Und das ist auch jetzt beim zweiten Mal gewesen. Beim ersten Mal, hättest du mich das beim ersten Mal gefragt, hätte ich gesagt, das Buch ist von vorne bis hinten super. Ne? Aber jetzt fiel mir das einfach auf. Und das ist einfach, ich habe mir das halt notiert, weil das mich auch teilweise, wo ich mir einfach gedacht habe, du übertreibst völlig jetzt, ne? Das kann so nicht sein, ne? Also ich bin ja selbst Ausdauersportler oder was weiß ich, ne? So, man bringt da irgendwie so Gedanken mit rein, ne? Und deshalb habe ich mir so ein paar Stellen markiert, wo ich einfach so dieses Empfinden hatte. Ich glaube aber insgesamt zeigt es ganz einfach, und das ist so ein bisschen ein Spiegel auch dafür, dass dieses ganze Buch natürlich ein total emotionales Buch ist. Ne? Du hast es ja Ja, vorher schon ja. gesagt, Rishol hat wahnsinnig viel mitgemacht schon, hat auch schon viele Wandlungsmomente erlebt, hat halt auch schon extreme Situationen erfahren, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und was ich aber total super finde, und jetzt vielleicht auch im Vergleich zum letzten Buch, das wir besprochen haben, wo wir ja gesagt haben, da hat jemand geschrieben, als ob er ein Diktiergerät einfach abgetippt hätte, finde ich halt, dass Rich ja genau das Gegenteil macht und wirklich versucht, aus allem, was passiert ist, noch so ein bisschen eine poetischere Variante oder eine poetischere Note in den Text auch zu bekommen. Und natürlich ist es an manchen Stellen ein bisschen, ich sag mal, over the top, ja, aber insgesamt einfach super schön zu lesen, weil man das Gefühl hat, dass da jemand ist, der sich auch wirklich die Mühe macht, die Dinge zu beschreiben, auch zu beschreiben, was im Kopf so passiert. Er spricht ja oft so davon, wie er bestimmte Situationen wahrnimmt, macht so ein bisschen auch die Differenz auch zwischen Mind, also zwischen Gedanken beziehungsweise zwischen Verstand und Gefühl, auch in diesen einzelnen Rennsituationen. Und mir gefällt es einfach, na klar, das ist auch so ein bisschen eine amerikanische Art und Weise, immer sehr, sehr emotional zu schreiben, aber ich finde schon, man merkt dem Buch an, die Leidensgeschichte, aber auch die
die Euphorisierungsmomente, die sich da in diesem Leben, und da gibt es ja doch einige, zugetragen haben, echt spannend reflektiert wiederzufinden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund für die manchmal ein bisschen übertrieben wirkende Emotionalität, dass es einfach diese Intention ist, dieses intensive Gefühl mit vermitteln zu wollen, diese einzelnen Aspekte. Und es liest sich natürlich schon, ist auch eine intensive Lektüre, die man letztendlich hat. Ja, definitiv, ja. Mich wird mal, wo du das halt so beschreibst, also es kann natürlich sein, dass das im Englischen etwas anders wirkt jetzt, ne, wie jetzt im Deutschen. Musste ich mir vielleicht noch mal im Englischen durchlesen. Aber wie gesagt, das waren halt, ne, ein paar Stellen, die so ein paar, sage ich mal, vielleicht negative Emotionen in mir hervorgerufen haben. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir natürlich da vollkommen recht. Das Buch basiert quasi auf Emotionen. Ja, absolut. Ja. Also es ist teilweise wie ein Roman geschrieben, muss man sagen. Es gibt da Stellen, die sind einfach wie ein Roman geschrieben. Ich will auch gar nicht unbedingt bestreiten, dass da auch manches ein bisschen blumiger oder dramatischer geschildert ist, als es dann letztendlich auch war. Aber auch das ist ja irgendwie schön, also weil das ja auch ein bisschen widerspiegelt, wie man dann so ganz subjektiv eine bestimmte Situation wahrnimmt. Ne? Also ein Sturz kann halt nicht einfach nur ein Sturz sein, sondern kann halt noch viel mehr als nur ein Sturz sein. Und das wird hier ganz gut beschrieben. Ja, das machte stellenweise richtig gut, ne? Aber ich finde auch zum Beispiel jetzt interessant, ne, wie jetzt auch in diesem Fall wir unterschiedlich das sehen, ne? Ne, das macht aber auch ein gutes Buch aus, ne? Dass das jetzt irgendwie mit dem Menschen was macht, ja. Ja, auf Das, jeden Fall. ja. Ich habe im Vorfeld mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie führen wir eigentlich die Diskussion über das Buch, ohne jetzt allzu viel zu verraten, weil ich meine, da ist so viel, es ist so viel los und es sind so viele Momente, die man irgendwie besprechen möchte, aber jetzt dem Hörer nicht die Lust ja, daran nehmen möchte, jetzt sich das Buch zu holen, ne? Weil es ist auf jeden Fall empfehlenswert, also so viel sei schon mal verraten. Ja, Ja. es gibt einen Moment, Ja. der ist total oft zitiert worden schon. Und das ist eigentlich deswegen auch kein Geheimnis mehr. Und dann spoilert man auch nicht so viel, denn der ist wirklich schon 100 Mal in den Podcasts erwähnt worden. Und immer wenn Rich Roll über sein Buch auch spricht, nennt er eigentlich diesen Moment. Das ist ziemlich am Anfang. Und vielleicht können wir darüber auch kurz sprechen, weil das nämlich auch zum einen zeigt, welche Wendungen eben stattfinden, wie er die beschreibt. Und das ist auch ein bisschen symptomatisch für alles andere Dramatische, was später passiert. Und es ist eigentlich auch die Ausgangssituation für diesen grundsätzlichen Lebenswandel und für das Leben, das Rich Roll dann eigentlich sich entschieden hat zu führen. Und zwar ist es die Szene ganz am Anfang schon, als er die Treppe hochgeht in seinem Haus, bevor er eben seine ganze Ausdauersportkarriere begonnen hat, nach seiner Schwimmkarriere. Er ist bereits Jurist oder er ist bereits Anwalt und irgendwann geht er mal die Treppe hoch in seinem Haus, ins ersten Stock, glaube ich, um sich schlafen zu legen. Und irgendwo mitten auf dem Weg dort hoch merkt er, er kann keine weitere Stufe mehr gehen, weil er einfach keine Luft mehr hat, sich nicht mehr bewegen kann und irgendwie Angst hat, jetzt gleich einen Herzinfarkt zu erleiden, weil er einfach komplett unfit ist. Und das ist so ein Moment, so ein Erwachungsmoment oder so ein Erleuchtungsmoment, so nennt er das teilweise auch wörtlich selber, wo er wirklich sehr klar beschreibt, was da in ihm vorgeht. Ne? Also er sagt nicht nur, oh Gott, so kann es nicht weitergehen, ich muss jetzt mein Leben plötzlich ändern, sondern man kriegt so ein bisschen wirklich wie so ein Stream of Consciousness mit, was da in seinem Kopf passiert. Er denkt darüber nach, dass er eigentlich das Leben seiner Kinder noch erleben will und dass er das einfach sich nicht zumuten kann und auch seiner Familie nicht zumuten kann, sich so gehen zu lassen und jetzt eigentlich einfach endlich was ändern muss. Und das ist sozusagen der Erwachungsmoment dafür, dass man sein Leben eben komplett ändern muss, die Einsicht. Und das ist eben so ein Magic Moment für ihn. Ab dem Zeitpunkt geht das Leben komplett anders weiter. Definitiv. Und was er jetzt in dem Kapitel auch beschreibt und auch mehrmals irgendwie auch betont, ist, dass er auch eine sehr extreme Persönlichkeit ist, ne? Und das ist auch was, so ein bisschen, was das Buch beziehungsweise sein Charakter da ganz klar definiert und kennzeichnet, ne? Ist, dass er halt keine halben Sachen macht, ne? Und in Bezug auf, ne, alles in sein Leben quasi, so auch auf die Ernährung, ne? Er hat da wirklich förmlich Angst, jetzt irgendwie ja, nicht mehr lange zu leben, so in diesem Zustand, und entscheidet sich dafür, irgendwie seine Ernährung komplett umzukrempeln. Ja, mit Hilfe seiner Frau, die da schon eigentlich so ganz gut diesbezüglich auch schon dabei ist. Ne?
Genau, und das ist ein sehr positiver Moment natürlich, den er jetzt hier beschreibt. Und trotzdem finde ich ihn eigentlich, ich glaube nicht, dass er geschönt ist, weil ich glaube, dass er an anderen Stellen genauso ehrlich ist, wie er da ist. Also auch in diesen dunklen Momenten, die es in seinem Leben auch gibt. Er beschreibt auch sehr deutlich, wie so die Partys abgelaufen sind. Das wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt spoilern. Aber auch diese Szenen sind sehr, sehr ehrlich geschrieben, sehr nachdenklich geschrieben und er verschweigt da eigentlich auch nichts. Also er gibt schon auch zu oder er weiß auch ganz genau, dass er früher auch viel Mist gebaut hat und auch das schildert er relativ deutlich. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich selbst so als den großen Helden darstellt, der sein Leben plötzlich ändert aus Verantwortungsgefühl und so weiter, sondern er beschreibt schon auch sehr gut, was nicht so gut gelaufen ist und wie das damals halt so war. Und deswegen, und das finde ich, trifft auch auf das ganze Buch zu, vielleicht geschönt an einer Stelle, aber ich finde es insgesamt sehr, sehr ehrlich und das ist auch irgendwie sehr schön zu lesen. Ja, also das ist ein guter Einstieg, ne, so in das Ganze, was er dann später beschreibt, ne. Das ist auf jeden Fall definitiv der Fall. Ich hatte zum Teil so ein bisschen so das Gefühl, dass er dadurch, dass er schon ein paar Mal in einem Buch schreibt, dass er halt, ja, das entweder ganz oder gar nicht, ne, also so quasi so diese Extrem in sich hat. Dass er so einiges dadurch entschuldigen will, was er in sein Leben ja macht. Ne? Also ging mir so an einer Stelle so, ne, dass er was damit entschuldigen will. Hat so. Ich meine, das ist ja natürlich auch schwierig, ne, für jemand, der jetzt solche Extremen lebt und so ein Leben ja auch gelebt hat wie er bis zu seinem 40. Lebensjahr. Ja, also ist schon, ne, aber ging mir halt so, in einem Moment ging mir da so durch den Kopf, dass er das quasi auch als eine Entschuldigung nimmt, ne, das so für sich, so von wegen, ich bin so, ne, ich kann nicht anders, ne, und da auch sich das halt später natürlich auch dann irgendwo für ihn bezahlbar macht, ne, weil er so quasi damit auch sein ganzes Leben umgekrempelt bekommt. Aber das ist auch so ein ganz typischer amerikanischer Ansatz, obwohl ich den eigentlich ganz gut finde. So diese Einstellung, man ist einfach selbstverantwortlich für das, was man tut, ne? Also man ist sozusagen selbstverantwortlich für sein Leben, wenn es jetzt schlecht läuft und man entscheidet sich dazu, eben weiter Party zu machen und sich es gut leben oder eben vermeintlich gut gehen zu lassen. Dann ist man halt auch selbst schuld, wenn man dann irgendwann die Treppen nicht mehr hochkommt. Und auf der anderen Seite hat man es aber genauso in der Hand, das Leben eben zu ändern und dann eben ganz andere Extremsituationen zu erleben und sich selbst auch zu gestalten und das Leben halt komplett umzukrempeln und dann plötzlich in eine ganz andere Richtung zu gehen. Also es ist immer eine Richtungsentscheidung und passt ja auch sehr gut, dieses Richtungsbild passt ja auch sehr gut zu diesen einschneidenden Momenten, wo es dann sozusagen Wegmarken gibt, Meilensteine gibt, wo man sich entscheiden muss, jetzt ist was passiert, in welche Richtung gehe ich jetzt weiter, ne? Also sei es jetzt ein Sturz, schiebe ich mein Fahrrad jetzt zum Ziel und höre dann auf oder höre ich eben nicht auf und kämpfe mich noch durch und so weiter und so weiter. Es gibt dann ja noch einen ausführlicheren Rennbericht, das ist das eine und auf der anderen Seite dann eben auch so Momente außerhalb der Strecke in einem ganz anderen Zusammenhang im Leben, wo man aber genauso vor der Entscheidung steht, mache ich jetzt weiter so wie es ist oder ändere ich irgendwas an meiner, ich sage jetzt mal, Lebensstrategie, ne, um so im Bild des Rennens zu bleiben und versuche vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen und bin dann eben auch dafür verantwortlich, was dann passiert. Und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Ja, also spannend ist es auch für mich, insofern, dass ich jetzt zum Beispiel, ich kann von mir zum Beispiel sagen, ich bin jemand, der wirklich schon sein Leben lang schon sehr, eigentlich so das Gegenteil von Rich Roll ist, nämlich sehr kontrolliert. Und ja, ich achte da sehr wohl darauf, was ich mache, in welchem Umfang ich es mache und so weiter und so fort. Ne? Und das ist halt, was der Rich Roll gar nicht so gut kann. Und deshalb ist es halt für mich auch spannend, sowas zu lesen, zum einen. Zum anderen aber ist es dann halt auch so, dass ich dann halt manche Sachen auch gar nicht verstehen kann. Ne? So manche Entscheidung, ja, da denke ich mir, wie kommt man jetzt auf diese Idee, ne? So, Hast du da ein das oder das so Beispiel? zu machen. Bitte? Hast du da ein Beispiel für so eine Situation, die du nicht verstehst? Wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf. Ja. Ja, also ja, ich würde das jetzt gerne gar nicht vorwegnehmen. Ich glaube, im Laufe des Gesprächs kommen wir auf jeden Fall da jetzt noch da drauf.
Weil wenn man jetzt vielleicht so ein Stück weiter im Buch geht und ne, keine Spoiler und nichts dergleichen, also man kann ja auch sagen, so in seinem ersten Lebensabschnitt hatte kleine Rich es wirklich schwer gehabt. Kann man nicht anders Ja, sagen, oder? ja, ja, ja. Also er hat sich ja auch in der Schule nicht wohl gefühlt, ne? Und hatte eigentlich immer Probleme, auch auf Menschen zuzugehen. Er sagt ja auch von sich immer wieder, nicht nur im Buch, sondern er sagt das immer wieder auch in seinem Podcast. Er ist eigentlich ein sehr, sehr zurückhaltender Mensch und geht gar nicht so gerne auf Menschen zu. Also ich finde es immer sehr witzig, weil er ist halt einer der wichtigsten Podcaster der Welt, sage ich jetzt mal, ne? Und ist dann jemand, der sich als sehr scheu und zurückhaltend bezeichnet. Und also wenn man Rich Roll sieht und sprechen hört und so, das ist schon eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Und ich finde es fast schon, und das ist vielleicht sogar eine kleine Kritik, die man anbringen kann, es ist schon auch ein Meister des Understatements, so. Wenn man dann so von sich behauptet, naja, eigentlich bin ich ein scheuer Mensch und ich traue mich eigentlich gar nicht so recht auf Menschen zuzugehen, mach's aber ungefähr 10-mal die Woche. Das ist vielleicht ja, so eine kleine Inszenierung natürlich auch, ohne dass ich ihm jetzt in irgendeiner Weise was da Schlechtes oder Schlimmes unterstellen möchte. Ja, also ich würde ja schon fast sagen, also was heißt, ich würde fast sagen, er hat es ja auch geschrieben, ne? Er wurde ja regelrecht gemobbt, ne? Er wurde Ja. einfach rumgeschubst in der Schule, er war der klassische Außenseiter mit einer dicken Brille, mit ich glaube, Zahnspange, ja? Wenn ich, ja? Hat er Ja, Zahnspange? ich Ich meine, glaube ja, schon, ja. Zahnspange hat er, Ja. also ne? So ein richtiger, wie man das so vielleicht so aus den älteren Ami-Film kennt, so, ne, der Außenseiter in der Schulklasse, der jetzt irgendwie da mit einer dicken Brille und Zahnspange irgendwo ganz hinten sitzt und keine Freunde hat. Ich glaube, er hat Ne? sogar eine Zahnspange, die auch noch außen so ein Gestell hat, ne? Also so eine Forrest Gump-Zahnspange. Genau. Also schlimmer geht's kaum, ne? Ja. Gerade in der amerikanischen Highschool. Und das geht ja halt eine Zeit lang, ne? Bis er dann irgendwann das Schwimmen für sich entdeckt. Ne, und Ja. das ist halt so, ja, so der Bereich, der ihm da so ein bisschen zeigt, hey, ich kann was, ne? Weil er da auch ganz schnell Erfolge sieht, ne? Ganz schnell auch ja, ganz gut wird, auch da irgendwo dann endlich Anschluss findet, ne? Und das ist so der Punkt, ne, wo ja, dem auch so ein bisschen Auftrieb gibt für später, ne, und ja, irgendwas mit dem Schwimmen auch irgendwas hat, ne, in sein Leben, weil bis dahin gab es da ja nicht allzu viel. Ja, es ist im Prinzip eine Art Refugium, ne? Also auch das ist Ja. natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ich nenne es jetzt einmal inszeniert, meine es aber gar nicht so schlimm, weil er sagt, glaube ich, am Anfang auch, dass seine Mutter ihn mal irgendwann ins Wasser geschmissen hat als kleines Baby. Und das sozusagen der Haben erste das Kontakt nicht mit. alle Mütter mit den Jungs Nee, gemacht? ich nicht. Ich auf keinen Fall. Ich habe erst sehr Nee? spät schwimmen Okay. gelernt. Okay. Nee. Ich Also bin auch bei keine mir war es Wasserratte, zumindest vielleicht liegt es daran. ähnlich wie beim Rich Roll, ja. Da hast du doch eine Ähnlichkeit, siehst du? Jetzt kommt es langsam Ja, raus. genau. Ja. Naja, Genau, also also das ist halt so eine Art Refugium die für Liebe ihn zum Schwimmen gewesen. ist auf jeden Fall gleich, ja. Ja. Und deswegen ist es natürlich auch eine schöne Geschichte, ne? Also da war schon irgendwie so ein kleiner Schicksalswink ganz am Anfang des Lebens und das hat sich dann letztendlich ja bestätigt. Es war dann so seine Fluchtstätte in der Schule, dass er da schwimmen geht und dass er dann plötzlich was erreichen kann und auch anerkannt wird in der Gruppe. Das ist ja sozusagen auch die Gruppe, wo er sich dann letztlich hinflüchten kann, obwohl er eben doch ein sehr menschenscheuer Mensch ist. Ja, also eine relativ klassische Geschichte eigentlich. Ja, bis dahin definitiv. Und ohne allzu viel zu verraten, geht es tatsächlich so weiter mit einem Schulwechsel. Ne? Er wechselt auf eine private Schule. Da hat er auch gewisse Probleme. Aber er behält immer das Schwimmen. Ne? Und er konzentriert sich wirklich sehr auf das Schwimmen. Er konzentriert sich dann aber auch auf die schulischen Leistungen. Ne? Also er ist halt nie ein schlechter Schüler. Und es geht halt wirklich so weit, bis der bei der Landesmeisterschaft starten darf oder mit dabei ist und seine Schule quasi vertritt. Ja. Das ist so quasi so der krönende Abschluss, ne, der Highschool-Karriere. Genau. Und dann kommt der Alkohol. Dann kommt der totale Zusammenbruch sozusagen. Ja. Ja,
Und ja, das ist quasi dann das zweite Lebensabschnitt, ne? Also, was mich in diesem Zusammenhang gewundert hat, ist mit dem, also der Alkohol kam auf dem College. Ne? Also so viel können wir verraten. Wir verraten keine Einzelheiten, aber so viel sei verraten. Der Alkohol kam halt mit dem College. Und was mich wirklich in dem Zusammenhang gewundert hat, Rich Wall könnte sich, er hatte die Qual der Wahl der Unis. Und wir reden jetzt hier wirklich von den Elite-Unis. Wir reden von Harvard, wir reden von Stanford, wir reden von Princeton, wir reden von University of Michigan. Das sind Unis, für die Leute töten würden. Und aus irgendeinem Grund hatte da die Qual der Wahl und darf sich irgendeine Uni aussuchen. Jeder will ihn haben. Und das ist halt ein Punkt, da geht er jetzt nicht näher darauf ein. Und das ist ein Punkt, der mich wirklich interessieren würde. Ne? Wie, weshalb und warum? Lag es wirklich rein an seinen schwimmerischen Fähigkeiten? War er wirklich so ein guter Schüler dazu? Oder war da mehr dahinter? Und das ist nämlich auch so ein Punkt, der sich da so durch das Buch hindurchzieht, ist, dass er. Das, ohne dass er das selbst gesagt hat. Ich denke, der hat wirklich eine sehr, also er kommt wohl aus einer sehr wohlhabenden Familie, die sich auch sehr um ihn kümmert und sich sehr lange um ihn kümmert. Auch später in seinen Alkoholabhängigkeitsjahren, ne, bis sie irgendwann den Schlussstrich ziehen. Aber ich habe mich beim zweiten Lesen, habe ich mich da gefragt, als er, ne, er hat ja geschrieben, dass er an jede Uni, der hätte an jede Uni gehen können, bei der er sich beworben hat. Ne, er hat sich mehrere Unis angeschaut, ihm ging es in erster Linie um einen guten Schwimmteam und hat sich dann irgendwann für Stanford entschieden. Also ich habe jetzt auch nochmal gerade nachgeguckt, er beschreibt es wirklich nicht so ausführlich, warum er sich für Stanford entschieden hat. Er sagt einmal irgendwie World Class Swimming Stadium. Ich weiß nicht, ob das das Hauptkriterium war, dass sozusagen der Schwimmsquad da eben gut ist oder nicht. Er ist jedenfalls in Harvard wäre genommen worden, in Princeton wäre genommen worden und er hat sich dann eben tatsächlich für Stanford entschieden, ja. Aber er geht nicht wirklich darauf ein, warum das so ist, ja. Genau, und das ist was, weißt du, halt eine Sache, wo ich mir denke, ich meine, gut, das ist ihm, ne, natürlich ist ihm das frei überlassen, ob er das da reinschreibt oder nicht, aber so Gedanken kamen mir dann halt, weil es ist halt schon sehr, sehr untypisch, ne, dass jemand sich da aus der Fühle, ne, da wirklich rauspicken kann, was er halt möchte. Da hat sich, das war halt so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht kommt er aus einer sehr wohlhabenden Familie, ne? Vielleicht hat er einflussreiche Eltern, ne? Die ihm auch einiges ermöglichen. Wie wir auch später sehen werden, ihm einiges ermöglichen. Also deshalb denke ich mir, dass da vielleicht so die Familie im Hintergrund steckte. Wobei Stanford jetzt auch nicht so der allerschlechteste Platz ist, natürlich, ne, um zu Nee, studieren, aber definitiv nicht. Ich meine, auch wenn er nach Harvard gegangen wäre oder nach Michigan, wo ja. sein, ich glaube, Großvater, ne, auch Schwimmer war, ne, und Ja, genau. genau, ich glaube, egal wo er hingegangen wäre, ne, das sind alles Elite-Unis, ne, und er hat einfach die Qual der Wahl, ne? Ja. Dieses Großvatermotiv übrigens ist auch nochmal, um da mal kurz zurückzukommen, das ist auch so dieses Romanhafte in dem Buch. Ne? Es gibt dieses eine Foto, von dem man sich inspirieren lässt, will ich jetzt gar nicht weiter beschreiben, aber das finde ich halt auch so einen schönen Rahmen. Das kommt zweimal im ganzen Buch vor. Und das ist so ein Narrativ, das das Ganze halt wirklich so ein bisschen poetisch macht. Und ich mag sowas. Manche mögen es kitschig finden, ich mag sowas aber. Ja, es kommt an wichtigen Stellen, ne? Ja. Also gerade beim zweiten Mal auch, ne, wo er das Bild beschreibt. Also das sind schon sehr, ja, sehr wichtige Ereignisse in sein Leben, die er dann irgendwie dann halt in dem Zusammenhang auch trifft. Ja, Rich ist auf der Uni, ne? Und wie man weiß, auf der Uni geht der Punk ab. Ja, das ist richtig, ja. Also da geht es jetzt die Partyzeit los, ne? So ein bisschen Spring Break klischeehaft. Er gibt dann das Schwimmen ja letztendlich auch auf, ne? Genau, also er hat, ja, das Partyleben macht einfach viel mehr Spaß. Ne? Hm, Das, ja. irgendwann hat er da keinen Sinn mehr gesehen, sich da ständig zu quälen, obwohl
obwohl er sehr gut war. Ne? Er war gut dabei. Es war ja nicht so, dass er aufgrund der Partys da jetzt irgendwie ja, da irgendwo aus dem Team rausgeflogen wäre oder so. Nee, ganz, ganz und gar nicht. Er war sehr gut dabei und hat sich dann trotzdem dazu entschieden, ja, aufzuhören. Hat keinen Sinn mehr darin gesehen. Ja. Ja. Und das ist halt, das zeigt vielleicht auch, dass es dann eben diese Lebensentscheidungen gibt, die eben nicht nur ins Positive führen, ne? Denn das ist ja so ein bisschen Motiv des ganzen Buches, dass man irgendwann aufwacht und sich plötzlich für das Richtige entscheidet, aber es kann halt genauso nach hinten losgehen. Und das klammert er nicht aus und sagt eben, ich habe mich damals entschieden, einen anderen Weg zu gehen und das war in dem Fall jetzt einfach ein Weg ins Verderben. Also auch das klammert er nicht aus und das finde ich gut. Denn das zeigt halt auch das wieder die Verantwortlichkeit, der Weg, der auch eben auch ins Schlechte führen kann, in den Verfall führen kann, wenn man sich halt an der falschen Stelle für das Falsche entscheidet. Ja, definitiv. Ja, das Ganze endet auch wirklich in einer sehr peinlichen Situation irgendwann. Ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander, aber der ist doch bei seiner, als er mit seinem Studium fertig war, ne, am Abschluss des Studiums, da gab es ja diese Barfußaktion, Ja, mit ne, seinen Freunden, ne? genau, wo seine Eltern dabei waren, wo er die Eltern so ziemlich auch bloßgestellt hat, wo sie wirklich sehr enttäuscht von ihm waren. Ne? Das war so quasi so, ja, der Höhepunkt der Peinlichkeit. Ne? Ja. Er wollte sich irgendwie abheben. Er hat sich gedacht, so nach der College-Zeit, wo ist das jetzt alles? Ne? Und ich muss jetzt doch irgendwas jetzt nochmal hier zeigen und ist dann irgendwie barfuß da, um sein Diplom entgegenzunehmen. Ja. Und alle haben große Augen gekriegt und er hat sich dann im Endeffekt auch ja, ziemlich für die Aktion geschämt, aber da war schon der Schaden entstanden. Ja, genau. Er schreibt dann auch davon, dass er die Nacht eben praktisch durchgeweint hat, ne? Und in Ja, seinem Bett genau. lag und ihm alles total peinlich war plötzlich. Ja. Also auch da eine sehr Genau. intensive Situation, ne? Und das beschreibt er natürlich auch. Also das ist, glaube ich, auch was man sagen kann, dass so äußere Situationen sehr intensiv innere Gefühle wachrufen und das auch sehr ausführlich teilweise beschrieben wird. Ja, definitiv. Ja. Ja, das Saufen, Partys, Affären, das alles nimmt nicht ab, auch nach seiner College-Zeit. Ne? Er nimmt ja eine Assistenzstelle in New York an, gell? Ja, genau. Wo, ich, da musste ich wirklich sehr lachen. Wie hatte New York genannt? Disneyland für Alkoholiker, Disneyland, meine ja ich. genau, das Disneyland für Alkoholiker, ja genau, richtig, ja. Genau. Dementsprechend geht er auch zur Sache. Ne? Er glänzt dadurch auf der Arbeit, dass er, ja, dass er nicht ans Telefon geht, dass er mal sehr gerne sich, ne, einfach ja, davon macht und durch die Stadt schlendert, in die Bars Ja. geht. Ja, also die Sucht hat ihn da schon ganz klar im Griff. Und das finde ich deswegen ganz spannend, diese Stelle, auch die du gerade genannt hast mit den New York und so weiter und nimmt seine Stelle nicht so ernst. Das ist im Prinzip eine komplette Antithese zu dem, was er danach ja von sich schreibt und eigentlich auch, was er vorher schon von sich gesagt hat, dass er, wenn er was macht, immer alles komplett macht und immer ja, ohne Abstriche und auf die 12 sozusagen. Und das ist jetzt da in diesem kurzen Lebensabschnitt eben überhaupt nicht so, ne? Er hat jetzt diesen Job angenommen, ich weiß gar nicht, in dieser Anwaltskanzlei, glaube ich, war das und sagt dann, Genau, genau. er hat im Prinzip, hat er sich da nur hingesetzt und hat wirklich nur das Minimum an Expectations, schreibt er hier, Minimum of Expectations erfüllt. Also er hat wirklich gerade das gemacht, Dienst nach Vorschrift, was unbedingt sein muss. Und das ist komplett antithetisch zu dem, was er eigentlich dann nachher von sich schreibt, ne? Also das ist im Prinzip ein ganz anderes Leben, um da auch nochmal die Gegensätzlichkeit aufzuzeigen, auch von der Einstellung, eine komplett andere Einstellung, als es dann später der Fall sein wird. Genau, ne? Und was damit wieder einhergeht, ist auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, trotz der ganzen Eskapaden, ne, trotz ja, des Minimums, den er da auf der Arbeit erfüllt, ne, ist es ihm gelungen, oder es gelingt ihm immer irgendwie
eine Anstellung zu finden, dann das doch irgendwie hinzukriegen. Er beschreibt auch da war das schon, glaube ich, in San Francisco, er beschreibt da eine Situation, wo er vor einem russischen Professor was vortragen musste und auch irgendwie die Nacht davor irgendwie komplett durchgezecht hat, da betrunken auftaucht und sich denkt, okay, das war ich voll ne, voll gegen die Wand. Und wie sich herausstellt, ist der Professor begeistert und will diesen Vortrag mit nach Moskau nehmen. Ne? Und da gibt es auch, da gibt es halt so immer wieder so Situationen, und das habe ich jetzt übersprungen, zum Beispiel auch als er sich in Harvard beworben hat, ist er auch besoffen zum Vorstellungstermin erschienen. Und was ihm auch im Endeffekt nicht geschadet hat. Ne? Und das sind so diese Sachen, wo ich mir denke, wie kriegt er das hin? Wie geht das? Ne? Es gibt dann ja auch noch mal eine Situation, wo er dann irgendwie, ich glaube, betrunken am Steuer ist, Genau, und auch da ja, den das Job nicht ist verliert, wirklich, ne? ja. Da, und das ist wirklich eine sehr, sehr dramatische Situation. Ja, aber erzähl ruhig weiter. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte nur sagen, das ist auch noch so, und das ist vielleicht sogar ein Kritikpunkt, den ich habe. Also solche Situationen, die finde ich dann fast ein bisschen zu wenig beleuchtet, ne? Also da merkt man vielleicht auch, dass er sich tatsächlich auch heute noch so ein bisschen schämt dafür, weil er beschreibt eben dann, dass er diesen Unfall ja auch gebaut hat, und da jemanden mit ins Verderben gezogen hat. Und das füllt jetzt nicht so viel Platz in dem Buch. Also da reflektiert er dann eigentlich nicht so wahnsinnig stark und sagt dann halt nur, er hat den Job nicht verloren, Glück gehabt, so ungefähr. Ja, das ist auch ein bisschen antithetisch zu dem, wie er eigentlich die anderen Sachen so beurteilt, auch die positiveren Sachen. Das ist so eine Stelle gewesen, wo ich dann doch auch einmal geschluckt habe und mir gedacht habe, oh, da hätte man vielleicht jetzt doch nochmal ein bisschen drauf eingehen sollen. Ja. Ja, definitiv, ne? Und das ist wirklich auch ein großer Kritikpunkt von mir, ne? Dass das wirklich so wenig Platz da einnimmt. Er beschreibt kurz, ohne da jetzt darauf einzugehen, er beschreibt kurz, ne, was mit der Frau war, die da mit Leidenschaft gezogen worden ist. Macht sich da aber halt Gedanken darum, ins Gefängnis zu gehen. Das war seine Sorge. Hoffentlich komme ich Ja, jetzt nicht genau. ins Gefängnis. Ne? Ja. Genau. Wow, da habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, überspringt das auch recht schnell. Und der nächste Aufreger kommt aber kurz danach, wo er 3 Monate später. Und da muss man sagen, vorher bei dem Unfall hatte 3 Promille gehabt, er hat 3 Promille gepustet. Und bei dem zweiten Unfall, der jetzt irgendwie sich, glaube ich, 2 oder 3 Monate später ereignet, hat er wieder 3 Promille. Zum Glück kommt da keiner zu Schaden. Er wird aber von der Polizei angehalten und kommt dann tatsächlich ins Gefängnis. Ne? Die nehmen ihn mit. Und da kommt auch wieder halt eine Stelle, wo ich mir jetzt tatsächlich da jetzt gedacht habe, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und zwar beschreibt er da, dass er soll vor Gericht und aus irgendwelchen Gründen ist die Akte von dem ersten Vorfall mit der Dame ist weg. Die gibt es nicht. Und er wird einfach als Ersttäter bestraft. Also quasi muss er zu den anonymen Alkoholikern, war da glaube ich also ich glaube noch nicht mal, dass er. Dass er eine Geldstrafe bekommen hat, zumindest meine ich jetzt da nichts darüber gelesen zu haben. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, also er muss einfach, er hat Auflage, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, na, ob da wirklich das Ganze jetzt hier mit rechten Dingen zugegangen ist, weil wie kann eine Akte komplett verschwinden? Ne? Was Ja, ist jetzt hier also los? er beschreibt es ja auch wirklich in so einem Satz einfach nur, den zitiere ich jetzt mal kurz auf Englisch einfach. Er schreibt dann: As for the second arrest, well, let's just say that the Beverly Hills Court never discovered my October arrest. Also, lass uns Genau. einfach sagen, die haben einfach nicht gewusst, dass ich schon mal irgendwie verurteilt worden bin, ne? Und das ist halt wirklich Genau. so lapidar dahingesagt. Das kommt ja auch danach, diese Szene, wo er sich da bei den anonymen Alkoholikern vorstellt. Vielleicht sollten wir gar nicht zu sehr ins Detail jetzt gehen, weil sonst Ja, braucht man das ja, Buch gar nicht mehr lesen. Aber das wird schon fast ein bisschen humoristisch beschrieben und das finde ich eigentlich ganz witzig zu lesen. Auf der anderen Seite bleibt einem da das Lachen doch ein bisschen im Halse stecken, weil halt doch was passiert ist, ne? Also ganz so lustig war es dann ja auch gar nicht. Und das sind so Stellen, wo ich dann tatsächlich mir auch gedacht habe, ach ja, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Definitiv, ne? Und das ist halt so eine Stelle, wo ich mir jetzt denke, Rich Roll hat
sehr mächtige Freunde, sehr mächtige Familie, die ihm einfach hilft. Weil ich glaube nicht daran, dass da einfach was verschwindet. Ne? Also das kaufe ich ihm nicht ab. Ne? Also ich denke einfach, weil er sich auch, und das zieht sich auch durch das ganze Buch, und das fällt auch ziemlich auf, dass er sich wirklich in sehr hohen Kreisen bewegt, ne? Auch was zum Beispiel Sportler angeht, ne? Oder irgendwelche Anwälte, ne? Und die Anwaltskanzlei, für die er in San Francisco gearbeitet hat, ist eine hoch angesehene Anwaltskanzlei. Er hat sich auch später für Hollywood Filmfabriken gearbeitet und so weiter und so. Also der kennt wirklich ja, hoch angesehene Leute, die dann wiederum andere Leute kennen, ne, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das war für ihn auch zum Teil, das hat ihn gerettet irgendwo auch, ne, weil ihm Leute immer wieder geholfen haben, ne, in kritischen Situationen, allem voran auch seine Eltern, ne, und sein Vater, der jetzt auch des Öfteren benannt wird in dem Buch. Das macht eine ganz lustige Parallele auf, die ich eigentlich in einem anderen Zusammenhang noch genannt hätte. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen, um das Buch nochmal als Ganzes auch in den Blick zu nehmen. Ich finde ja ohnehin, dass dieses Buch so ein bisschen eigentlich so wie ein Ultra geschrieben ist, ne? Also du findest praktisch in dein Leben rein, also du startest deinen Lauf. Dann hast du Rückschläge, dann musst du dich entscheiden, dann brauchst du die Hilfe von anderen. Ich will jetzt gar nicht, ich weiß nicht, ob er Hilfe so erhalten hat, wie du das jetzt interpretierst. Das kann ich schlecht sagen, ich weiß es nicht. Aber trotz allem ist es ja so, dass du immer auch ein bisschen auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen bist. Du brauchst ein Team, Genau. das dich unterstützt. Es wird immer wieder auch darüber gesprochen. Und das sind mit die schönsten Stellen des Buches, wenn er darüber spricht, wie seine Frau ihn unterstützt, wie seine Familie ihn unterstützt. Wie seine Kinder dann ja auch immer an der Strecke stehen, einmal sogar das Rennen ja auch retten oder seine Frau rettet ihm das Rennen. Dann immer wieder diese Wegmarken sind, diese Rückschläge kurz vor der Aufgabe letztendlich auch sind, man aber dann trotzdem irgendwie weitermacht und es von allen Seiten irgendwie auf einen aufschlägt und trotzdem muss man irgendwie selbst durch. Also ich finde, das ist ja durch das ganze Buch zieht sich das so, natürlich kann man das jetzt auch leicht interpretieren, weil wir kommen ja alle irgendwie aus diesem Ausdauersport-Kosmos und natürlich ist es für uns besonders leicht, diese Parallelen zu ziehen, aber ich finde schon, dass man das dem ganzen Buch anmerkt, dass dieses ganze Buch eigentlich auch wie so ein Leben Parallele zu einem großen, langen, anstrengenden, aber auch sehr ergiebigen und erleuchtenden Ultralauf ist. Und da passt, glaube ich, das auch so ein bisschen rein, dass man manchmal auch einfach ein bisschen Glück haben muss, damit es weitergeht. Definitiv, definitiv. Jeder von uns braucht irgendwie ein bisschen Glück. Ne? Und jetzt ein Ritual in dieser Situation erst recht. Ne? Das kam ihm aber auf jeden Fall zugute, ne? Dass da Leute zu ihm gehalten haben. Und ja, also ich meine, klar, kann man durchaus so sehen, ne? Wie du das gerade beschrieben hast. Definitiv. Ich habe da halt so ein bisschen so meine Verschwörungstheorien jetzt reingebracht. Du bist einfach zu skeptisch. Ja, teilweise bin ich schon skeptisch, weil ich einfach weiß, wie das System in Amerika ist. Ne? Und was ich mir jetzt noch gedacht habe in den Zusammenhang, wo wir schon darüber sprechen, da habe ich wirklich, habe ich mir überlegt, wie ist das Buch, sage ich mal, in Amerika bei dem, ja, wie soll ich sagen, bei den Unterprivilegierten, also haben die, ja, falls sie das überhaupt gelesen haben, aber ich glaube, die hätten das nach drei Kapiteln aus dem Fenster geschmissen. Ne? Weil Rich Roll einfach. Und ich glaube, so jemand, der jetzt in den USA lebt, der kann das dann, ne, wenn der jetzt liest, okay, dem seine Akte ist weg, okay, ne, der hat richtig Scheiße gebaut, aber die Akte ist weg. Ich meine, das kannst du keinem Amerikaner erzählen, ne? Der lacht sich kaputt, so von wegen, ne, Akte verschwunden, in Anführungsstrichen. Man muss sagen, das ist ja das Vor-Trump-Amerika, aus dem er her schreibt, ne? Also, Ja, da war die Welt ja eigentlich noch ein ja, bisschen in das Ordnung, schon, ne? ja, das ist Bush-Amerika. Und Ja, ein ja. Bush Senior, glaube ich, das sind früher Ja. 90er Jahre, genau. Ja, von daher, ich meine, ich weiß es nicht. Wie gesagt, deshalb sind das ein paar kleine Verschwörungstheorien, auch vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern mit dabei. Aber ja, an der Stelle, als er geschrieben hat, dass die Akte weg ist, das habe ich ihm so nicht abgekauft. Das ist aber vielleicht insgesamt doch eine sehr interessante Frage, die ich mich eigentlich oder die ich mir auch oft gestellt habe. Wer ist denn eigentlich wieder die Zielgruppe dieses Buches? Das haben wir bei dem Frodeno-Buch uns ja auch schon gefragt. Wer ist Zielgruppe dieses Buches? Wer soll da eigentlich angesprochen werden? Und das ist auch ein Punkt,
Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, weil du hast es schon gesagt, also wie geht so jemand damit um, der vielleicht aus eher nicht so guten Verhältnissen kommt? Ich finde auch, wenn man das Leben eines Rich Roll führen möchte, und er schlägt es ja teilweise auch wirklich ganz aktiv vor, ne? Also er gibt ja am Ende auch Tipps, wie man sich am besten verhalten soll, wie man sich ernähren soll, wie man trainieren soll, welches Mindset man auch haben soll und so weiter. Und um das so zu machen, braucht man schon auch ein bisschen Zeit, muss ich sagen, ne? Also man muss schon auch sowohl Zeit als auch vielleicht ein bisschen Geld investieren können, um wirklich so einen Lebensstil zu haben, wie er den hat. Und ich habe mich immer gefragt, fordert er wirklich dazu auf, diesen Lebensstil so zu führen? Weil er gibt dann auch Rezepte und Tagesabläufe und so weiter, schlägt er vor, die gut wären. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Und das geht dann auch so weit, dass ich mich dann insgesamt auch frage, was ist dieses Buch eigentlich? Und da kommen wir vielleicht auch am Ende noch ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, ob du noch inhaltlich was machen möchtest, aber am Ende sollten wir auch nochmal drüber sprechen, was dieses Buch eigentlich sein will, ne? Also ist es jetzt eine Autobiografie, ist es ein Ratgeber? Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Genau. Also es ist, also so ein paar Sachen sollten wir auf jeden Fall noch mal kurz erwähnen, bevor wir dazu übergehen. Aber ja, genau. Also diese Frage habe ich mir auch gestellt, und damit geht es mir genauso wie dir. Also ich weiß auch gar nicht so wirklich, an wem, ne, wer ist jetzt hier so diese Zielgruppe. Und ich glaube, da müssten wir direkt beim Rich Roll nachfragen. Ob der da Wenn wir jetzt ihn eine dann Idee einladen, hat. wenn wir ihn dann einladen für den Wechselzone-Podcast. Genau. Das wäre bestimmt, das wäre ganz cool. Ja, Ja. definitiv. Ja. Ja. Ich weiß, dass Ja. die Fat Boys haben ihn mal eingeladen. Da war er noch gar nicht so berühmt. Und Stimmt. er hat ihnen dann, glaube ich, ein kurzes Telefoninterview gegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist schon ein Weilchen her. Ja, richtig, kann mich erinnern. Ja, Und das. da ist Rich Roll zu haben für sowas, ne? Der ist dafür zu haben, aber ich glaube, dass er auch einfach extrem gefragt ist, weil ich glaube, selbst die Jungs von Fat Boys damals hatten da echt ein Problem, den zu bekommen. Und es hat sich so ein bisschen angehört wie, ich gebe euch jetzt 10 Minuten und ihr könnt mir Fragen stellen. Das war schon auch ein Ja. bisschen eine schwierige Situation. Also ich glaube, so leicht kriegt man den heutzutage nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Also, ja, der ist schon wirklich sehr gefragte Ja. Persönlichkeit mittlerweile in Amerika, ne? Ja, definitiv, ja. Ja, wollen wir kurz nochmal auf die, ja, quasi Umwandlung des Rich Ja. Rolls eingehen, ne? Jetzt haben wir ganz, ja, also ganz ausführlich vielleicht nicht, aber schon, sind wir auf die dunkle Zeit eingegangen. Ne, aber so sage ich mal so, sein drittes Lebensabschnitt, das beginnt im Kapitel 6, der da heißt Ins Licht. Einfach. Ich weiß, wie heißt es auf Englisch? Weißt du, hast du das zufällig parat? Ich muss es kurz blättern. Ich glaube, ich finde die Stelle jetzt nicht. No, macht nichts. Ne, hört mich jetzt mal so in Interesse halber. Ich suche mal weiter. Ah, doch, Into the Light heißt es, ja. Into the Kapitel Light, 6. okay, also, Ja, ja, Into the Light. passt. Passt, Ja. ja. Ja, also wie fängt das Ganze an? Ne? Die ganze Umwandlung, die fängt in der Entzugsklinik an. Ne? Irgendwann kriegt er tatsächlich die Kurve, ohne jetzt zu verraten, wie er die Kurve bekommt. Also er kriegt die Kurve und landet in einer Entzugsklinik. Und das für ganze 100 Tage. Was ein Schock für Ja, ihn natürlich erstmal ist, ja, ne? ja, ja. Also das ist für ihn eine Situation, mit der hat er erstmal nicht gerechnet. Aber er stellt sich ihr, ne? Genau, es stellt sich hier, er hat sich nicht einfach damit gemacht, ne? Er hat sehr viel mit sich rumgehadert, ne? Bis er dann irgendwann da gelandet ist, was für ihn erstmal auch so ein kleiner Schock war. Die ganze Therapie, so die ersten Wochen, auch alles andere als einfach, ne, für ihn. Und dann kommt wieder so ein Moment, ich weiß nicht, ob wir da jetzt darauf eingehen sollten, aber da kommt einfach ein Moment, ja, wo er eine Geste vollführt, ne, die, ja, ich weiß nicht, ob wir das, weißt du, was ich meine? So da am Strand, wo sein Therapeut sagt, du sollst mit keinem sprechen, ne, Nee, da bin ich jetzt nimmt. tatsächlich gerade nicht an der richtigen Stelle. Nee, sag noch mal. Ach,
Er hat halt ja ein langes Gespräch mit seinen Therapeuten und dann die einigen sich darauf, dass er jetzt bis zum Ende des Tages mit keinem mehr spricht, einfach nur noch mit seinen Gedanken ist, seine Gedanken ordnet, Sachen aufschreibt. Das hat er dann auch gemacht. Er ist dann auch irgendwo hingefahren an einen Strand. Ich weiß jetzt nicht den Ort, aber der ist irgendwo am Strand gefahren, hat was aufgeschrieben, hat es dann auch verbrannt. Ja, stimmt, genau. Das ist so eine Art, das ist so eine ganz klassische Art von Cleansing, ne? Also, dass er hier wirklich was einfach abschließt mit dem Kapitel, was Genau. runterschreibt. Das ist ja später dann auch eine Strategie, die er sozusagen zum Verarbeiten von Momenten auch vorschlägt, dass man einfach Sachen, Journaling nennt er das, dass man Sachen aufschreibt, um dann wirklich sie zu verarbeiten und auch ad acta zu legen. Und sozusagen damit abzuschließen, ja. Und dieses klassische Verbrennen, das ist ja wirklich so, ne, ich habe es jetzt bearbeitet, verarbeitet und dann ist es jetzt sozusagen auch weg und aus meinem Leben verschwunden. Genau, ja. Ja, und dann gelingt ihm das tatsächlich so peu à peu mal in das normale Leben zu finden. Ne? Lernt seine Frau kennen, ne? Wird Familienvater, ne? Und ja, wird dann irgendwann fett und rund. Nimmt ganze 24 Kilo. Ich glaube, 24 Kilo meinte, Ja, irgend hat er sowas, irgendwie ja. zugenommen. Ja, der ist irgendwie bei knapp 100. Ja, und dann schließt sich quasi der Kreis und dann sind wir jetzt nämlich an der Stelle, wo er die Treppe nicht mehr hochgeht, nicht mehr hochkommt. Ne? So, Genau. wo er dann sich halt entscheidet, ja, sein Leben auch in diesem Punkt umzukrempeln. Und das, wie das halt so, ne, seine Art ist, er macht ja keine halben Sachen. Und ja, macht erstmal, bespricht das mit seiner Frau so ganz vorsichtig. Ne? Dann, wie gesagt, seine Frau, eine Yoga-Lehrerin, das ist, ne, oder? Yoga-Lehrerin war sie, glaube ich. Ich glaube, er hat sie in Ne? einer Yoga-Klasse Oder in der kennengelernt Yoga-Klasse hat sie kennengelernt. und weiß auch Genau, die. sofort, dass er sie heiraten wird, ne? Also Genau, er hat sie gesehen, er weiß direkt hatte da. sofort. Genau, sofort in sie verliebt, der wird sie heiraten. Und ja, so kam es dann auch im Endeffekt. Ja, Ja. so kam es dann auch. Ja, und sie hilft ihm dabei, ne, zuerst eine Saftkur zu machen. Ne? Er trinkt erstmal Säfte und Tees, ne? Und so eine Entschlackungskur macht er zuerst. Da hat man auch wieder so dieses Reinigungsmotiv, ne? Also Ja, ich genau. spüle praktisch alles, was Schlechtes aus mir raus. Erst habe ich es verbrannt, jetzt spüle ich es raus, ja. Genau. Ja, und dann irgendwo finde ich, ja, und ich meine, wie er halt ist, ne, geht dann halt noch weiter und sagt, okay, ich schmeiß alles, ne, ungesunde, alle verarbeitete Nahrungsmittel schmeiße ich aus meinem Leben, ne, und nimmt jetzt nur noch wirklich gesundes Zeug zu mir. Genau, aber Und er sagt aber auch, und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, er sagt dann, er macht da keine Wissenschaft draus, er sagt auch, er ist kein Ernährungswissenschaftler, er ist auch kein Arzt und so weiter. Er ist jetzt einfach jemand, der darauf achten möchte, was er so seinem Körper zuführt. Ne? Also hat dann doch letztendlich wieder eine relativ, ja, wie soll ich sagen, kühle und sachliche Haltung dem Ganzen gegenüber. Es ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Er geht von jetzt an in diese Richtung, aber er macht jetzt auch keine totale Wissenschaft draus. Also er hat jetzt praktisch einen relativ gesunden Verstand dazu. Er möchte einfach darauf achten, was er sozusagen in sich hineinstopft. Ja, so ungefähr formuliert das dann ja genau, auch. so formuliert er das. Also er sagt auch einfach, er will seinen Körper jetzt einfach nur noch Gutes tun. Ne? Er will, Ja. also sein Motiv ist seine Gesundheit. Ne? Also Ja. er tut sich auch so ein bisschen schwer mit dem Wort vegan. Ne? Deshalb nennt er seine Ernährung Pflanzenpower-Ernährung. Genau. Ne? Also seine Motive sind zunächst, man muss ja auch ganz klar sagen, zunächst, weil das jetzt auch ja, im Laufe seines Lebens sich auch dann irgendwann ändert. Aber zunächst hat das rein gesundheitliche Gründe und er will jetzt von da an, will er jetzt einfach ja, nur noch gesundes Zeug zu sich nehmen. Und ja, das ist auch wieder so rum so ein Punkt, ne, den ich auch, wo ich jetzt am Anfang das mit dem Lauf beschrieben habe, er überschlägt sich mit Lobeshymnen, ne, auf seine Pflanzenpower-Ernährung. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir sage, nein, das ist mir ein Tick zu weit. Ne, das geht, und da ist jetzt so dieses nicht dein Ernst-Moment, wo er halt sagt, dass alles, was er von dem Zeitpunkt an, ne, was er erreicht hat, gerade im Ausdauersport erreicht hat, hat er rein der Pflanzenpower-Ernährung zu verdanken. Ne, Ich und glaube das ihm ist, das.
Ja, erzähl, erzähl. Nein, 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 ich muss es ihm natürlich glauben, weil ich ja da eine ähnliche Einstellung habe. Ja. Und ich Ja finde, gut, ehrlich aber gesagt, ich weiß zum Beispiel, dass du auch wie verrückt trainierst, ne? Und ich ja, macht meine, er ja auch. Also, da muss ich ja, wirklich kurz genau, sagen, aber ja, sag mal, bevor wir weißt uns du, das ist halt überschlagen. so, ja genau, wir überschlagen uns jetzt genau. Sobald es ums Essen geht, wird es sehr emotional, das ist immer so. Ja, es wird auch irgendwo, genau. Aber ich finde, das ist halt eben so der Punkt, den ich halt persönlich nicht verstehen kann. Weißt du, weil, oder den ich bei ihm zu extrem finde. Ne? Weil er findet halt keine Mitte. Ne? Er nimmt jetzt nur noch gesundes Zeug zu sich und fühlt sich super. Er fühlt sich richtig gut. Was aber für mich total Sinn ergibt. Ich meine, weißt du, ich habe mir gedacht, du hast dich 40 Jahre nur von Müll ernährt. Ist doch klar, wenn du jetzt eine Zeit lang sich gut ernährst, dass der Körper sich da irgendwie regeneriert und auf einmal viel besser funktioniert. Ne? Das hat jetzt nichts mit irgendwie Asterix Zaubertrank zu tun, ne? Sondern einfach mit gesundem Menschenverstand. Und in diesen Punkten ist mir seine Extreme einfach etwas zu extrem. Also es mag sein natürlich, dass es teilweise ein bisschen übertrieben formuliert ist, wobei das natürlich auch so ein bisschen stilistisch schön zu lesen ist. Und ich glaube, damit spielt er ja auch so ein bisschen. Also er sagt dann ja auch irgendwann, es ist für ihn schon fast ein bisschen Ironie, dass plötzlich, wenn er jemandem erzählt, dass er plant-based sich ernährt, also vegan, ich sage jetzt trotzdem vegan, auch wenn er das nicht gerne hört, dass dann plötzlich alle Freunde Ernährungswissenschaftler werden und sich gleichzeitig praktisch die Fertigpizza reinschieben und da aber dann keiner was sagt. Oder Cheeseburgers, Fries und Pizza, sagt er dann hier. Und plötzlich, wenn er sagt, dass er seine plant-based Meals zu sich nimmt, dann sind plötzlich alle Ernährungswissenschaftler und fragen ihn, wo er sein Protein herbekommt und wie er das denn eigentlich macht. Und das geht doch gar nicht. Veganer Ausdauersport ist doch gar nicht möglich und gesund sicher nicht und so. Ich finde, also er trifft halt da voll meinen Nerv. Deswegen bin ich natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig objektiv in der Beurteilung dieses Falls. Ja. Ich bilde mir persönlich tatsächlich auch ein, dass meine vegane Ernährung schon dazu beigetragen hat, dass ich fitter geworden bin nochmal und zum Beispiel auch was die Regeneration angeht und diese ganzen Dinge. Also insofern bin ich da voll auf seiner Linie. Aber natürlich, klar, also wenn man das jetzt mal ein bisschen objektiver betrachtet, dann ist es natürlich schon eine 100% Aussage, ne? So nach dem Motto, so jetzt habe ich mich schlecht gefühlt, dann habe ich umgestellt und plötzlich war alles super. Da gehört natürlich schon auch ein bisschen mehr dazu. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass er das auch mit anspricht. Also er sagt dann halt, im Prinzip ist das gar nicht kompliziert. Man soll halt keine Sachen essen, die man nicht aussprechen kann. Ne? Schön formuliert ja auch. Und man soll halt Sachen essen, die man so auch in der Natur findet. Und das ist im Prinzip ja ein komplett richtiger und vernünftiger Ansatz. Und wenn man das so ein bisschen, sagen wir mal, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen aufbauscht, dann wird die Message halt mal noch ein bisschen prominenter. Und das finde ich in dem Zusammenhang aber jetzt auch gar nicht so schlecht, weil es insgesamt auch zum gesamten Ansatz von Rich Roll passt, der ja auch so ein bisschen missionarisch mit seinem Buch schon auch wirkt vor allem. Und da kommen wir später ja auch noch drauf, wenn man sich jetzt nochmal den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Auflage anguckt. Ja, genau. Und missionarisch ist nämlich genau das Stichwort, ne? Weil also für mich nimmt das Buch dann irgendwann so eine totale Wendung an und da fängt er an zu missionieren, ne? Und regelrecht, ne, werbt für die für die Ernährung. Man soll wirklich so essen, ne? Und dann ist es, weißt du, für mich irgendwie so ein bisschen ab diesem Zeitpunkt war es für mich ein bisschen too much. Ne? Das ist was, aber das hängt einfach auch mit seiner Art, ne? Die er bis dahin so an den Tag gelegt hat. Entweder mache ich alles, ne? Gehe ich auf die Vollen oder gar nicht. Was irgendwo auch ganz, ganz okay ist. Ne? Aber ich finde, ich muss auch dazu sagen, oder ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, ja, um jetzt genauer zu erklären, worum es mir geht. Ich habe dieses Buch gelesen und kurz davor habe ich den Netflix-Film gesehen. Oh Gott, wie hieß der denn jetzt? Gott, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Da What gibt the es doch hell? diesen. Bitte? What the hell? Nee, verdammt. Das ist ein neuer Film. Es geht um veganer Sportler. Warte mal, ich Oh, schaue mal weiß ich ganz nicht. kurz.
Ich glaube, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Nee, ich glaube, der Ich kann letzte es dir. Film dieser Art war What the Health, den ich gesehen habe. Und Forks Over Knives gibt es noch, aber der war ja schon Ja, genau, aber älter. das ist alles etwas älter. Warte mal. Cowspiracy gibt es noch, aber das ist, glaube ich, nicht mit Ausdauersport, das ist allgemein. Blöderweise finde ich es jetzt nicht so auf die Schnelle. Ich hätte es mir tatsächlich aufschreiben sollen. Naja, auf jeden Fall, es geht ja halt um Veganer, Game Changers. Diese Film regt ja auch sehr viele Gemüter an. Ich meine, weißt du, ich komme einfach nicht so ganz klar mit dieser nur das ist die Wahrheit Mentalität. Weißt du, das ist für mich ein kleines Problem grundsätzlich, und das hat jetzt mit diesem Buch auch gar nichts zu tun, sondern ne, das ist jetzt grundsätzlich so meine Einstellung, weil es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, ne? Egal, ob das jetzt die vegane Ernährung angeht oder auch was ich rein Fleischfresser, ne, die da heißt Carnivore oder Omnivore oder was weiß ich, das ist völlig egal. Eine extreme Haltung ist, finde ich, für einfach verkehrt. Ne? Das ist so einfach so meine Meinung. Und da komme ich einfach so damit nicht ganz klar. Ne? Und wenn ein Rich Roll da jetzt anfängt, dafür so eine Werbetrommel zu rühren und da so zu missionieren, dann habe ich mir einfach an dieser Stelle gedacht, warum? Ne? Warum kommt das jetzt hier drin? Ne? Also er hat natürlich, man muss sagen, er hat das Buch, ne, 2015 geschrieben, und du hast jetzt auch eine andere Version. Und mittlerweile weiß man aus seinem Podcast, dass ihm auch andere Sachen wichtig sind, ne? Dass er auch die vegane Ernährung ganz anders sieht wie früher, dass ihm auch die Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, ne? Und das finde ich alles gut. Und ich schätze auch Rich Roll sehr. Nur an dieser Stelle, und da war der vielleicht noch, ich weiß nicht, da war, ob das jetzt so aus seiner, ja, aus der ganzen Euphorie herauskam, wie auch immer. Aber ich finde so, ja, wie soll ich sagen? Also ich finde einfach so dieses, was ich alles so in Richtung Dogmatisierung, Verallgemeinerung bewegt, weißt du, so dieses Schwarz-Weiß-Denken, da komme ich einfach jetzt nicht ganz klar, egal ob das jetzt Ernährung ist oder Religion ist oder Sexualität, das spielt überhaupt keine Rolle, aber man sollte sich einfach nicht in dem Rahmen bewegen, und schon gar nicht ein Rich Roll, der Einfluss auf Leute hat, ne? Ganz klar, ne? Und ganz klar bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es sehr viele Leute nach diesem Buch ja vielleicht auch die Rezepte ausprobiert haben oder zumindest sein Rat gefolgt sind, ne? Was vielleicht einerseits auch nicht verkehrt ist, weil es gibt gerade in den USA viele Leute, die sich wirklich, wirklich sehr schlecht ernähren. Aber ich finde, man muss mehr ja, das Individuum sehen, ne? Also nicht jeden tut das gut, ne? Oder das andere, ne? Also es geht ja, man soll einfach diese Sachen nicht verallgemeinern, so sehr, ne? Und da so Einfluss auf die Leute zu nehmen oder auszuüben. Ich glaube aber, also in der Logik des Buches und in der Logik der Person Rich Roll ist es trotzdem, finde ich, richtig so, weil ich glaube, also wenn du so eine entscheidende Wegmarke erreichst und so eine Entscheidung triffst, die ja im Prinzip wirklich dein ganzes Leben umkrempelt, ne? Also was passiert mehr im Leben, als sich zu ernähren? Du ernährst dich jeden Tag mehrmals am Tag. Und wenn du so eine wirklich komplett lebensveränderte Entscheidung triffst, dann musst du das aus 100%iger, 150%iger Entscheidung tun. Und ich glaube, in diesem ganzen Buch erfahren wir ja sehr genau, was im Kopf und eigentlich auch viel mehr im Herzen von Rich Roll passiert in verschiedenen Lebenssituationen. Und auch so das große ganze Bild zeichnet er ja immer wieder, ne? Also warum tut er das, was er macht? Woran glaubt er? Welche Strategien verwendet er? Was passiert in seinem Kopf? Was passiert mit seinem Gefühl? Und so weiter. Sehr spezifisch in einzelnen Situationen, aber auch im Großen und Ganzen. Und wenn sich jemand entscheidet, praktisch von 150 auf 0 oder andersrum, also eine 180-Grad-Wanderung zu machen in seinem Leben, dann muss es aus einer hundertprozentigen Überzeugung passieren. Und ich glaube, das
legt er auch so ein bisschen dar. Ne? Also er beschreibt ja hier Lebenssituationen, er beschreibt ja auch dazu, wie diese Situationen passiert sind. Wir haben es ja schon mehrmals erwähnt, es ist oftmals so ein innerer Monolog, der auch stattfindet, wo er dann wirklich erklärt oder sozusagen erzählt, welche Gedankengänge er hat, die Motivationen, die ihn zu seinem Handeln treiben, zu seinen Entscheidungen bringen und so. Und dann musst du eigentlich so schreiben, weil du kannst da nicht sagen, ja, ich habe dann vielleicht Gedanken gemacht, wäre vielleicht eine vegane Ernährung ganz gut, da gibt es natürlich für und wider, manche machen so, manche machen so. Ich glaube, er muss das so schreiben, wie er es geschrieben hat, weil es halt wirklich eine, er ist ja Überzeugungstäter. Und ich Ja, finde es aber in dem Fall. auch in Bezug, ich meine, ich gebe dir recht. Also, was ihn angeht, ich meine, ich finde auch gut, dass er da so die Ernährung für sich rausgefunden hat. Und wie man später auch sehen wird, in Bezug auf sein sportliches Dasein, hat das für ihn auch funktioniert. Ne? Und ich habe ja auch genug Beispiele, ne? Auch zum Beispiel du, die zeigen, dass das auch super funktioniert. Und das ist nicht das Problem. Das Problem ist, finde ich, wenn man jetzt anfängt, so ein bisschen, ja, wie gesagt, dafür zu missionieren, ne? Ganz schlicht und einfach zu sagen, wenn man jetzt sagt, das müsst ihr machen und das ist der Weg und alles andere ist verkehrt. Ich habe wissenschaftliche Studien gelesen und die sagen das und das, ne? Und das ist genauso verkehrt, als wenn einer kommt und sagt, ja, ich habe aber die Gegenstudien gelesen, die sagen das und das und das ist super gut. Weißt du, darum geht es mir. Ich glaube aber, dass es kein Dogma ist. Ich glaube, dass es ein Vorschlag ist tatsächlich. Das Ganze ist ein Vorschlag. Er sagt praktisch, guck mal, so lebe ich. Ich finde es gut, ich empfehle dir das. Mach das so. Und wenn du es machen möchtest, hier sind die Tipps. So könnte es gehen oder so sollte es dann gehen. Ich Aber glaube, diese also ich. Empfehlung empfand ich als sehr eindringlich, weißt du? Und vor allem auch so mit dem ganzen Anhang hinten dran, weißt du? Ist das Ja. schon? Ich habe mich auch gefragt, warum hat er gerade Ernährung ausgewählt? Er hätte auch Sport auswählen können. Er hätte auch so wie er das alles, ne, mit der Ernährung jetzt auch mittlerweile, ne, auch weiter vorführt, ne? Er scheint ja jetzt irgendwo auch wirklich so sein Steckenpferd zu sein. Hätte sich damals auch dazu entscheiden können, zu sagen, okay, ich versuche die Leute zum Sport zu bewegen, ne, und mache da Anhänge über meine Trainingspläne. Er hat sich aber für die Ernährung entschieden, ne? Ich meine. Ja, man muss fairerweise sagen, es gibt ja dieses ominöse 11. Kapitel, also das neue Kapitel, und da macht er dann tatsächlich auch eine richtige Lebenshilfe. Also da geht es dann nicht nur um Okay. Ernährung, sondern da geht es dann eben auch um Meditation, um das Finden zu sich selbst, um ja, diese berüchtigte Mindfulness, die ja immer wieder zitiert wird. Da geht es dann darum, eben wie er so seinen Alltag, sein Leben gestaltet. Da geht es darum, wie man. Ja, wie soll ich sagen, seinen Alltag auch planen kann, um in Stresssituationen zurechtzukommen und so. Also es wird dann am Ende des Buches eben in der neuen Auflage, und das ist eben auch das Spannende, weil es ja ein ganz neues Framing letztendlich dann ist, wird es dann auch tatsächlich zum Lebensratgeber. Und da öffnet er sozusagen den Horizont auch ein bisschen und geht eben weg von, ich zeige euch, wie man super Ausdauersport macht und ich zeige euch, wie man sich super ernährt, hinzu, ich zeige euch, wie man sozusagen ein für einen selbst gutes und gesundes oder für mich gutes und gesundes Leben zeigt, führen kann. Und das möchte ich euch sozusagen zeigen und vorschlagen. Und wenn ihr das eben machen wollt, hier gibt es sozusagen das Rezept dazu. Und dann im Appendix 1 und 2 gibt es dann ja auch tatsächlich ganz konkrete Rezepte zum Nachkochen. Da wird es dann wieder Ernährung. Aber also er macht es schon ein bisschen breiter. Vielleicht hat er das auch so bemerkt, was du jetzt auch angesprochen hast, dass das vielleicht auch ein bisschen zu eng gefasst war in der ersten Ausgabe. Und in der zweiten Ausgabe wird das Ganze ein bisschen breiter dann. Also das ganze Framing wird größer, das Buch wird nochmal eingerahmt in so eine auch gesellschaftskritische Situation oder gesellschaftskritische Komponente. Und am Ende geht es dann wirklich dahin, dass man sagt, mach mal so ein bisschen ja, Achtsamkeit, ne? Was ja jeder momentan irgendwie cool findet und keiner so recht weiß, was es eigentlich bedeutet. Aber so in diese Richtung geht das Ganze dann. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil da viele Dinge drin sind. Also ich habe das ja das letzte Kapitel zum ersten Mal gelesen, weil ich ja vorher auch die erste Ausgabe hatte vor 2 Jahren oder so. Das fand ich schon durchaus hilfreich. Und da habe ich dann auch für mich echt gesagt, ja, das muss ich mir anstreichen, das muss ich mir nochmal angucken. Das ist wirklich, das kann schon echt eine Lebenshilfe auch sein. Und das macht dann für mich die Sache wiederum rund, ne? Und da muss ich sagen, ne, das ist ja das Gute am Ritual, ne? Er hat ja dazugelernt mit den Jahren. Er hat sich dann tatsächlich mit dem Ganzen, ne, noch weiter auseinandergesetzt. Natürlich hat ihm wahrscheinlich auch sein Podcast auch dazu auch geholfen, ne? Und auch so die Gäste, die er da, er hat wirklich sehr interessante Gäste immer zu verschiedenen Themen. Um das jetzt nochmal abzuschließen, um weiterzukommen, muss ich sagen, also das ist dann für mich wiederum ein versöhnlicher Abschluss, ne? Und hätte ich jetzt diese zweite Auflage gelesen,
dann wäre das wahrscheinlich auch gar kein Thema, ne? Aber so in der ersten war mir das einfach jetzt so etwas zu viel des Guten. Ja, Genau. interessant, ja. Also das ist spannend, wie man das wahrnimmt. Und ja, vielleicht hat es auch wirklich was, ich meine, jeder Leser hat so seine persönliche Lebensgeschichte, die man da mitbringt in Ja. so ein Buch, auch gerade wenn es so ein emotionales Buch ist, das einen ja auch teilweise wirklich direkt anspricht. Der spricht ja die Leserschaft mehrmals direkt an. Und das ist dann auch, und ich mag sowas ja, auch wenn man es dann vielleicht kritisch sieht oder so, aber ich finde so einen Dialog mit einem Buch oder mit einem Autor, mit einem Text, das finde ich total interessant und dann muss es auch solche Stellen geben, die ein bisschen überspitzt sind. Aber um auch nochmal so die Brücke zum letzten Mal zu schlagen, er macht es halt immer auf eine sehr, wie soll ich sagen, auf eine sehr durchdachte, sehr überlegte und teilweise eben auch wirklich poetische Art und Weise. Ne? Also man kann mit Frodeno auch irgendwie was anfangen und kann da auch drüber diskutieren und fühlt sich teilweise auch angesprochen. Ne, weil er das ja auch macht, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und jetzt rein vom Stil her ist das, was Withdrawal macht, schon echt, ja, schon echt, richtig gute Literatur, muss man auch echt sagen. Ja, klar, ja, definitiv. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja. Ja, lass uns mal weitergehen, weil wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir haben ja auch erst 75 Minuten. Genau. Ja, weil jetzt wird es ja richtig spannend. Ne? Rich Roll entdeckt so langsam den Sport wieder und neben seine ja, Pflanzenpower-Ernährung trainiert er schon wieder etwas, ne? Und nimmt sich auch mal so ein bisschen ein paar sportliche Ziele vor. Zuerst ist das ein Mitteldistanz-Triathlon, ein sehr bekanntes. Der Wildflower-Triathlon ist in den USA, aber nicht nur da, ist also ist mir auf jeden Fall auch sehr, sehr wohl bekannt. Ich muss sagen, aber da war auch wiederum so eine ist nicht dein Ernst-Situation. Wo er dann beschreibt, wie er an den Wettkampf rangeht und wo er dann tatsächlich beschreibt, dass er beim Schwimmen Pause machen müsste, indem er Rücken geschwommen ist, ne? Und beziehungsweise sich erstmal auf Rücken ausgeruht hat. Ne? Das war für mich halt so, hä, wirklich jetzt? Also, hä, du kommst doch vom Schwimmen, ne? Und das war jetzt auch so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, warum? Genauso, wenn es weitergeht, ne, er hat ja noch zwei weitere Versuche bei zwei Marathons, wo er ein DNF stehen hat, die er nicht ins Ziel bringt. Ne? Auch, finde ich, auch eine sehr interessante Tatsache irgendwo, ne? Dass er das nie schafft. Entscheidet sich dann aber irgendwann also dabei zu bleiben und ja einen Coach zu engagieren. Chris Haut. Genau. Uns auch sehr wohl bekannt bei In Wechsel zu einer Podcast war da auch schon ein paar Mal das Thema. Nicht zuletzt auch haben wir mal damals bei uns im Podcast auch das ist das mittlerweile, glaube ich, 2 Jahre, 1,5, 2 Jahre, wo er mit Chris Haut den Swim Run, den Ytterö Swim Run in Schweden gemacht hat. Ja, aber davor war auf jeden Fall, ja, erstmal, ne, so dieses Kennenlernen mit dem Trainer, ja, das Training, was er dann erstmal als sehr lästig empfindet, weil Chris Hott lässt ihm erstmal ganz, ganz easy trainieren und es stellt sich heraus, Rich Wall hat nicht allzu viel Ahnung vom Training. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Chris Haut. Chris Haut hat auch einen eigenen Podcast übrigens. Ja, genau. Ich weiß leider jetzt gar nicht, wie er heißt, aber jedenfalls sehr schön. Er hat auch eine sehr beruhigende Stimme. Also Ja, er geht ja sehr viel auf Tempo rausnehmen. Das merkt man auch seiner Stimme ein bisschen an. Und er ist, glaube ich, sogar, er ist Franke, ne? Er kommt aus Franken, kann das genau, das sein? wollte ich gerade sagen. Interessanter Fun Fact, Chris Hort ist Deutscher und der startete sogar für die deutsche Schwimmnationalmannschaft. Genau, richtig. Also war ein richtig guter deutscher Athlet und ich weiß nicht, wann er in die USA ist. Man hört es ihm auch, glaube ich, nicht mehr an. Nee, Also ich weiß nicht, ob er definitiv, je ja. wirklich. Ja. Aber jedenfalls auch ein ganz toller Podcast. Also teilweise spricht er 1,5 Stunden lang einfach selbst monologisiert, während dem Ja. Autofahren oder sonst irgendwie allen Lebenssituationen oder fast alle. Aber Und ein sehr interessantes Konzept von ihm, ne? Also sehr interessante Art und Weise, wie er sein Training sieht, ne? Wie er seine Athleten trainieren lässt. Also sehr empfehlenswert. Ich habe gerade nachgeschlagen, die Weekly Word Podcast. genau. Und er hat Ja. halt wirklich den Ansatz,
Er ist so ein großer Fan von Zone-2-Training. Er sagt irgendwie, Genau. was weiß ich, 80% der Sportler finden nie die Zone in ihrem Training. Und er ist eben auch so wirklich auf dem Trip zu sagen, du wirst schneller durchs Langsame laufen und so weiter, Tempo rausnehmen. Das ist ja auch das, was Rich Roll nicht verstanden hat. Das ist eine ganz große Sache von ihm. Und ja, also das ist auf jeden Fall hörenswert, der Podcast. Ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gehört, aber ich habe ihn früher öfter gehört und finde es wirklich sehr spannend und es bringt auch wirklich was. Es ist jetzt nicht so, also ich finde zum Beispiel, wenn man sich so die Fat Boys anguckt, die sind mir manchmal ein bisschen zu technisch und das macht Chris Hout eigentlich nicht. Der ist wirklich, der erklärt es sehr, sehr gut, man kann es gut nachvollziehen und muss jetzt kein super Spitzen-Ausdauersportler, Experte sein, um da folgen zu können. Also wirklich sehr inspirierend, kann man sich mal anhören. Definitiv ein totaler Tipp. Und vor allem, ich weiß nicht, welche Episode das war, aber das war wirklich göttlich, seine Erzählung über das Laufbandtraining. Da Habe ich nicht gehört. hält er nämlich null davon. Ne? Er ist ein totaler Outdoor-Mensch. Ne? Für ihn muss das Training draußen stattfinden. Er hält nichts vom Laufband, aber die Art und Weise, wie er darüber redet, ist richtig gut. Ja, absolut. Ja. Ja, nach einer Weile sucht Rich Roll so ein bisschen nach seinen Zielen, gell? Und ja, entscheidet sich dann irgendwann, wie er halt so ist, ne? In seinen Iron Extrem Man. für ein sogar darüber hinaus für ein Ultraman, ne? Stimmt, ja, Der wir haben darauf gemerkt. ja auch alljährlich auf Hawaii stattfindet. Für diejenigen, denen das nichts sagt, ist Ultraman eine 3-Tages-Veranstaltung. Am Freitag schwimmt man 10 Kilometer und fährt 145 Kilometer Fahrrad. Am zweiten Tag fährt man 275 Kilometer Fahrrad und am dritten Tag darf man einen Doppelmarathon laufen, also 84 Kilometer. Und ja, nach seinen zwei Ausfällen bei Marathons und davor, ja, und davor, ja, bei der Mitteldistanz, ja, nimmt er sich den Ironman vor, den Ultraman vor. Genau, und dann ist er macht ihn ja zweimal, glaube ich, ne? Also 2009 oder sowas macht er ihn ja Genau, nochmal. genau. Und da gibt es nochmal so einen Moment, der wirklich sehr, sehr schön beschrieben ist. Das ist auch nochmal so ein ja, Erwachungsmoment, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, so ein einschneidender Moment jedenfalls, den ich jetzt aber nicht erzählen möchte, weil den muss man unbedingt lesen, der ist wirklich lesenswert, sehr schön geschrieben. Aber das ist auch wieder so eine Entscheidungssituation auf jeden Fall, die letztendlich auch über alles Weitere bestimmt. Und ja, sozusagen mitten im Wettbewerb ganz konkret beschrieben, aber da auch wieder so eine metaphorische Ebene mit eingebaut. Ne? Er stürzt, mehr erzähle ich aber jetzt nicht. Und was während oder beziehungsweise unmittelbar nach dem Sturz passiert, das ist sozusagen wieder vom kleinen blutigen Sturz aufs große Ganze gezogen. Und das ist ganz große Rich Roll Kunst. Ja, definitiv. Aber sehr, sehr, ja, sehr gut zu lesen. Ja, Ja, definitiv. ja, Ja, ja. ohne da jetzt großartig darauf einzugehen, wie seine Ultramans verlaufen sind, weil da möchten wir auch jetzt nicht großartig spoilern, hatte nach dieser Aktion, jetzt muss ich jetzt mal kurz überlegen, also er hat dann schon eine Weile gebraucht, bis er jetzt sich für irgendwas anderes entschieden hat, ne? Ich glaube, er spricht dann ganz kurz auch mal von einer schwierigen finanziellen Situation. Ne? Jetzt Genau, haben wir gerade genau. schon Er hat, diskutiert, die wollten kann dann ein man sich das Haus bauen, leisten? Ja, genau. genau mit Also seiner Frau. irgendwie gibt es da eine Schwierigkeit. Es gibt dann auch nochmal einen Rückfall. Da weiß ich aber jetzt nicht mehr genau, um was es da ging. Er fängt, glaube ich, jetzt auch schon an, irgendwie für Zeitschriften zu schreiben oder bei CNN gibt es eine Dokumentation oder einen Bericht über ihn. Also er kriegt schon so ein bisschen was vom Fame ab. Und ja, genau, aber er spricht dann immer wieder von Financial Struggles. Also es gibt immer wieder so ein bisschen Probleme im Leben, im realen Leben. Und dann auch wieder die Situation, seine Frau reagiert darauf und sagt, aber du musst weitermachen. Ne? Die Frau als große Inspirations- und Motivationsquelle, das ist immer wieder auch was, was man auch im restlichen Leben von Rich Roll eben auch bei seinen Auftritten und in seinen Podcasts immer wieder hört. Er macht teilweise ja auch Auftritte mit seiner Frau zusammen oder auch Cooking Sessions, die er dann überträgt auf YouTube oder auf seinem Channel mit seiner Frau zusammen. Also die wird immer wichtiger und wird auch immer wieder für sich selbst zur Inspiration. Was ich deswegen ganz spannend finde, weil er selbst ja auch immer so diese
Inspirationsfigur ist, so diese Role Model Figur. Und er überträgt das aber wiederum sehr oft auf seine Frau. Und das ist teilweise wirklich sehr, sehr, ja, berührend zu lesen, wie er da über sie schreibt. Ja. Also eine Frau, der sich jeder Ausdauersportler wünscht. Also definitiv. Absolut, absolut. Ja. Ja, nach diesem Hin und Her gibt es ja Ja. irgendwann auch hier, ja, auch hier möchte ich nicht allzu viel verraten. Was man auf jeden Fall verraten kann, sein nächstes Vorhaben ist auf jeden Fall noch viel größer als die beiden Ultramans, nämlich das Epic Five. Ja. Epic Five, 5 Ironmans an 5 hawaiianischen Inseln an 5 aneinander folgenden Tagen, an ein Monstervorhaben. Das privat organisiert ist von seinem Freund, Ja. glaube ich, ist es. Jason Lester heißt er. Jason Lester, genau, ja. Trainingpartner im Ultraman. Und genau, das ist wohl so eine Idee, die er da hat. Und er beschreibt dann eben auch, dass er dann gefragt wird von ihm und sich das irgendwie über Nacht, glaube ich, mal überlegt und dann plötzlich natürlich dabei ist, ne? Klar. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenvorhaben. Und es folgt im Buch, wenn wir jetzt nochmal auf die Gestaltung des Buches kommen, ein wirklich sehr, sehr, sehr langer Teil, wie ich finde, ein bisschen zu lange geratener Teil über genau diesen Wettbewerb Epic Five, den er wirklich Ja. sehr detailliert beschreibt. Wobei, also mir hat es schon sehr gefallen, darüber zu lesen. Und vielleicht auch nochmal hier kleine Seitennotiz. Diesen Wettkampf gibt es nach wie vor. Und der wird nach wie vor organisiert. Und es gibt auch eine Seite, die da heißt epic5.com. Und ja, das Ganze kostet stramme $8.000, um daran teilzunehmen. Ja, Okay. ja, Aber ja. inzwischen nicht mehr für Eigenverpflegung, oder? Da gibt es dann auch tatsächlich Genau. Also Verpflegung, das ja. war jetzt nicht wie beim ersten Mal, ne, bei den beiden. Also das wird schon alles organisiert. Ne? Also du musst dann halt nur noch in Anführungsstrichen 5 Ironmans an 5 hawaiianischen Inseln absolvieren. Ja, die Beschreibung ja ist schon, also da geht er wirklich sehr ins Detail. Ne? Aber ich fand es angenehm zu lesen, Wir gerade verraten aber nicht, ob sie es geschafft haben. Das sagen wir wir jetzt nicht. verraten es nicht, ne? Nein. Sie hatten jede Menge Probleme und auch hier Ja. wiederum waren so ein paar Stellen, wo ich mir ge gedacht habe, Rich Roll, was bist du für ein Schussel? Wie kann man das vergessen oder wie kann man das so machen? Also, weißt du, das irgendwie wirkte auch so ein bisschen zerstreut manchmal, wenn man das liest. Auch deswegen kann ich mich so gut mit ihm identifizieren. Ja, okay. Aber ja, aber das dann jetzt wirklich wiederum auf so eine wirklich sehr lustige Art und Weise, ne, wie er beschreibt. Wobei die hatten da beide ganz, ganz dunkle Momente. Ja, Ganz auf jeden klar. Fall. Ja. Also es ist wirklich bis zum Ende offen, ob sie es schaffen, das muss man wirklich sagen. Und wer weiß, vielleicht scheitert auch ein Ritual mal so richtig. Genau. Ja, bei mir endet eigentlich mit der 5. Veranstaltung das Buch. Danach kommen die Anhänge. Die sich da in erster Linie mit der Pflanzenpowerernährung beschäftigen. Aber bei dir geht es ja noch weiter in der neuen Ausgabe. Da ist es noch nicht Schluss. Genau, es gibt eben noch dieses Chapter 11, also es ist fast wie ein Hidden Track, hört sich das jetzt an, aber es ist tatsächlich in Ja. der neuen Ausgabe einfach das letzte Kapitel, das dann auch wirklich beginnt. There are no finish lines, heißt es im Englischen, also es gibt kein Ziel oder keine Ziellinie. Und da beschreibt er im Prinzip jetzt das, was ich vorher schon kurz angedeutet habe, nämlich das, was sozusagen ja bis heute passiert, ne? Also es geht los mit dem Ötilö-Wettkampf, den er zusammen mit Chris Hout macht. Das ist ein, das kannst du wahrscheinlich jetzt besser beschreiben, aber ein Genau. Swim-Run-Wettbewerb in Skandinavien In irgendwo? Schweden, In oh, Schweden? jetzt aber die Ortschaft ist mir jetzt leider entfallen. War auch kein einfacher Ja. Name. Auf jeden Fall Schweden Weltmeisterschaft in Swim Run. Ja, und man muss sagen, ich verfolge das schon ein paar Jährchen, das Ganze. Und in dem Jahr, in dem sie da waren, waren die Bedingungen so hart wie nie davor oder danach. Also die hatten richtig, richtig heftige Bedingungen an dem Tag. Ja, und er geht dann eben von diesem Rennen aus gesehen, sozusagen, er sagt, das ist eines der härtesten Rennen, die er je gemacht hat, was ich auch sehr spannend finde, wenn man die Vorgeschichte kennt. Ja. Und beschreibt dann eben, er sagt es auch ganz konkret, und seitdem bin ich sozusagen weiter
gewachsen. Also er spricht von Personal Growth und von einer Entwicklung, von Zielen, die er sich selbst gesteckt hat, von der persönlichen Entwicklung, von Dingen, die in seinem Kopf passieren, Reifeprozesse und so weiter. Er ist natürlich auch ja, bekannt geworden, hat einen der erfolgreichsten Podcasts, wie er selbst auch beschreibt. Und ja, und was ich aber wirklich sehr, sehr schön finde, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Resümee, weil um was es in dem Kapitel geht, habe ich ja eigentlich schon gesagt, aber was ich wirklich eine wirklich total schöne Metapher finde, und ich weiß gar nicht, ob die von Rich Roll selber ist, aber er spricht immer davon, von Finding Your Song. Also er sagt immer, und das passt ja eigentlich auch ganz gut zu unserem Oh ja, Wechselzone Off-Track, ja. das Er ist doch eine spricht super davon. Überleitung. Ja, total. Also er spricht davon, dass irgendwie jeder Mensch so seinen Song hat, ne? So seine Melodie, die nur für ihn gemacht ist, die man aber erst finden, die man erst bilden muss, die man sozusagen erst komponieren muss und die man dann sozusagen für sich geschaffen hat. Das ist sozusagen das Motto oder wie sagt man denn da so? Ja, eben das eigene Musikstück, das eben nur zu einem persönlich passt, das sich selbst entwickelt aus dem Leben heraus, eben erst, dass man natürlich auch weiter selbst gestalten kann und so weiter und von dem man sich aber dann eben auch treiben lassen kann und motivieren lassen kann und was eben eine ganz, ganz persönliche Geschichte ist, aber die muss man eben finden. Und das zieht sich durch das ganze Kapitel so ein bisschen durch, endet dann letztendlich auch damit. Ich will aber jetzt die letzten Zeilen gar nicht verraten, weil die wirklich sehr, sehr schön sind. Aber es gibt nämlich noch eine Conclusion, also im Prinzip ein weiteres Mini-Kapitel nach dem 11. Kapitel. Das ist dann auch wirklich das Ende des eigentlichen Buches. Und ja, darüber im Prinzip schreibt er dann die ganze Zeit, wie er diesen Song sozusagen für sich gefunden hat. Und das ist einfach ein total schönes, wirklich auch wunderschön geschriebenes Motiv. Und ja, wenn man das Buch dann zuklappt, dann fällt es einem wirklich schwer, da nochmal sachlich drüber zu sprechen. Deswegen ist es gut, dass ich das gestern Abend zu Ende gelesen habe und dann nochmal einen Tag drüber oder eine Nacht drüber schlafen konnte, um dann nochmal ein bisschen Distanz zu gewinnen, weil sonst wäre das heute, glaube ich, echt schwierig geworden. Okay. Aber das jedenfalls, Adrian, kann ich dir empfehlen, lies dieses Kapitel noch. Okay, ja, werde ich Ich wohl werde dir müssen, das ja. zukommen lassen, ja. Und genau, das ist das Ende des Buches und es folgt dann noch, das ist aber jetzt etwas, was ich dann wirklich nur noch überflogen habe, weil ich Rezepte sowieso nicht gern mag. Das ist dann wirklich noch zwei Kapitel, zwei Appendixes, wenn das der richtige Plural ist, wo es eben darum geht, wie kriegt man seine Proteine bei einer Plant Power Diet, wie er es nennt, also bei einer veganen Ernährung, wo kriegt man die Proteine her? Da geht es dann um alle möglichen Quellen, wo man sie herbekommt. Das Übliche kennt man, wenn man sich damit beschäftigt, ein bisschen. Gemüsesorten zählt er hier wirklich auf mit dem Protein Content in Grams, also wirklich ganz, ganz speziell und konkret wird er da. Und es gibt dann eben ein paar Rezepte und so weiter, die er dann noch aufschreibt. Also dann wird es wirklich zu einem richtigen, ja, Ratgeber. Und jetzt kommen wir vielleicht abschließend dazu, nochmal kurz darüber zu resümieren. Was ist das jetzt eigentlich für ein Buch? Ist es jetzt eine Autobiografie? Ist es eben ein Ratgeber oder ist es ein Bericht über verschiedene Rennen oder Wettbewerbe? Was ist das eigentlich? Was würdest du sagen, was ist dieses Buch? Ja, eigentlich all das, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, das ist jetzt, das lässt sich jetzt so in keine Sparte reinstecken. Oder eben, du kannst es halt überall mit reinstecken, ne? Weil er halt so ziemlich alles abdeckt. Also du könntest ganz gut das Buch bei Sportbüchern reinstellen, aber auch bei Autobiografien oder aber auch irgendwo in eine Ernährungsecke. Da würde es überall reinpassen. Ja. Ich frage mich, ob der da jetzt in eine Schublade gesteckt werden will. Ich glaube sogar nicht. Es ist ganz anders. Es ist irgendwo eine Autobiografie, ganz klar, aber halt eine andere Art davon, ja, die sich Ja, da jetzt nicht ganz klar. Ja. ich glaube auch, dass das Konzept wieder komplett stimmt, ne? Also auch wenn ich jetzt nicht alles super gut finde, wie gesagt, Rezepte und so finde ich schwierig, aber ich glaube, dass das komplett stimmig ist, weil das ganze Buch hier von so einem holistischen Ansatz ausgeht. Ne? Du musst immer das große Ganze sehen, du musst den Menschen als Ganzes sehen. Sport ist ein Teil, Beruf ist ein Teil, das Familienleben ist ein Teil, die Gesundheit ist ein Teil und so weiter und so weiter. Meditation, geistige Gesundheit nenne ich es jetzt mal, oder Wohlbefinden so, auf sich achten und so. Und deswegen ist es total stimmig, dann eben auch noch so einen ganz praktischen Ratgeber hinten mit dran zu packen, um zu sagen, was ich vorher schon gesagt habe, wenn du dich für diesen Lebensstil
entscheidest, den ich dir hier vorschlage, dann gebe ich dir aber nicht nur einfach die Theorie dazu sozusagen, sondern auch wirklich praktische Hilfe, die auch ganz einfach ist. Also das sind jetzt keine Feinschmecker-Rezepte, wo man viel Geld und viel Zeit investieren muss, sondern wo man wirklich sagen kann, das probiere ich jetzt mal aus, ne? So ein paar Smoothies und was auch immer. Aber auch tatsächlich Informationen darüber, was man eigentlich machen muss, wenn man sich vegan ernähren möchte, wo man eben die ganzen Proteine und so weiter herbekommt. Und das ist schon sehr schön. Und abschließend noch dazu, ich finde das Buch deswegen auch ganz gut, weil jetzt vor allem in der neuen Ausgabe auch nochmal so der Gesamtkontext richtig groß geworden ist, weil da zumindest im Anfangs- und im Endkapitel dann, also im Vorwort im Prinzip und in dieser Conclusio, die es dann am Ende noch gibt, nochmal ein richtiger Packen Gesellschaftskritik dabei ist und das passt zu dem Buch sehr, sehr gut. Ja, das muss ich mir unbedingt nochmal durchlesen. Also das hört sich wirklich sehr spannend an. Und wie gesagt, also ich habe ja auch das Ganze noch durch die Podcasts auch mitbekommen, ne? So wie das Ritual eigentlich nicht aufhört, sich weiterzuentwickeln, ne? Ja. Er macht das ja schon seit Jahren mit und ja, da gibt es immer neue Facetten. Ja, wie fällt dein Fazit aus? Wie viele Sterne gibst du dem Buch? Wobei ich glaube, ich brauche gar nicht zu fragen. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr überraschend, dass dieses Buch definitiv unter den Weihnachtsbaum muss. 5 Sterne. 5 Weihnachtssterne. Ja. Das Buch, ja, also das ist eine klare Empfehlung für und das Weihnachtsbaum, aber das Buch bekommt bei mir 4 Sterne, aus den schon eben schon vorher genannten Gründen, weil ne, ich glaube sogar, hätte ich jetzt wirklich diese neue Version, dann hätte wahrscheinlich auch 5 von 5, aber ja, das stehen einfach ein paar Sachen drin, die mir ein kleines Fragezeichen vors Gesicht zaubern und deshalb, aber das ist irgendwo auch Meckern auf hohem Niveau, von daher, das Buch ist richtig gut. Du bekommst nochmal 3 Podcast-Ausgaben Zeit, um dein Urteil zu revidieren und den 5. Sterne dazu Genau, zu packen. Na? genau. Ja, sehr schön, sehr schön. So, jetzt finden wir unseren Song, würde ich sagen, oder? Ja, diesmal kannst du anfangen, Ludwig. Was hast du denn für einen Song mitgebracht? Ich habe einen Song mitgebracht, den ich für mich eigentlich erst spät entdeckt habe. Es ist nämlich Zombie von The Cranberries. Und das ist ein Song, der, ich glaube, Mitte der 90er oder sowas Ja, ist schon in lange den her. Charts war, damals noch in der Hitparade war, in den Schlagern der Woche war das damals bei uns in München im Bayerischen Rundfunk. Okay. Und dieser Song ist wirklich totgespielt worden. Also der ist wirklich, ich glaube, keine Ahnung, 150 Wochen auf der 1 gewesen, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich den sehr, sehr oft damals gehört und er hat mich wahnsinnig genervt. Weil ich damals erstens noch eine ganz andere Musik gehört habe und zweitens fand ich den Stil, die Stimme wahnsinnig nervig, habe mich total aufgeregt. Und ich habe diesen Song eigentlich erst vor ein paar Jahren lieben gelernt. Zum einen, ich weiß nicht warum, aber vielleicht hat sich da auch einfach mein Musikgeschmack entsprechend erweitert, mag ich ihn inzwischen einfach total gern. Vor allem mag ich die Strophen total gerne, jetzt weniger den Refrain, den finde ich manchmal immer noch ein bisschen nervig, aber die Strophen finde ich total super, den Riffteil finde ich total super. Und dann habe ich auch erst wirklich sehr spät, auch erst vor ein paar Jahren, eigentlich den Zusammenhang und die Bedeutung des Songs kennengelernt, die ich überhaupt nicht gecheckt habe früher. Nämlich, dass es da ja um den Nordirland-Konflikt geht und um die Grausamkeiten des Krieges. Ich glaube, es geht da auch um Kinder, die darunter leiden, unter diesen blutigen Konflikten. Und da geht es ja auch darum, dass es im Prinzip immer der gleiche Mist ist, ne? Also es gibt irgendwo eine Liedzeile, wo es dann darum geht, es ist immer noch in den Köpfen, seit 1916 hat sich da nichts geändert. Und es ist immer noch das Gleiche, die Motive sind die gleichen, die Grausamkeiten sind die gleichen. Und es ist natürlich zeitlos richtig, von den Lyrics eigentlich auch total super, wenn man sich mal ernsthaft damit befasst. Und ich höre das inzwischen auch zum Laufen, aber auch in komplett laufunabhängigen Situationen sehr, sehr gern diesen Song. Und ich habe den deswegen jetzt mal draufgepackt, weil es ein Song ist. Da gibt es gar nicht so viele, die ich wirklich erst, also die mich früher total genervt haben und die ich dann später wirklich erst nach vielen, vielen Jahren lieben gelernt habe. Und es ist irgendwie schön, dass es sowas auch gibt. Ja, also ich finde das Lied auch ganz gut. Das wurde aber auch, da gibt es wirklich sehr viele Cover von dem Lied mittlerweile. Ich meine mich zu erinnern, Eminem hat das mal gecovert. Wirklich?
Und ja, Oh, das muss ich mir mal und anhören. was mir sehr gut gefällt, sehr gutes Cover ist von Bad Wolves. Das ist gar nicht so alt, das kam, glaube ich, letztes Jahr. Das ist, das finde ich auch ganz cool, ja. Aber auch natürlich von den Cranberries, ja. Ein Also Klassiker, kann man nicht wenn anders es von sagen. Eminem wirklich noch eine Coverversion gibt, dann muss die auch noch mit drauf. Ja, ich meine, musste man danach suchen, Ja. aber ich meine mich zu erinnern, dass es eine gibt von Eminem, ja. Wir prüfen das. Genau. Ja, sehr cool. Was ist dein Song? Mein Song, also ganz im Gegenteil zum letzten Mal, habe ich heute mal was ganz Leichtes mitgebracht von DJ Shadow featuring De La Soul. Das Lied heißt Rocket Fuel. Das höre ich super gern beim Laufen. Und ja, mittlerweile haben ein paar Leute unsere Playlist schon abonniert. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr dieses Lied anmacht, beziehungsweise andersrum, wenn ihr bereit seid zum Laufen, macht mal dieses Lied an. Das pusht dermaßen zum Laufen. Also, das ist so gut, also für einen Anfang, finde ich. Ja, also ich höre DJ Shadow ganz gerne. Ist ein US-amerikanischer, ja, DJ, der sehr viele gute Lieder hat, aber Rocket Fuel ist auch relativ neu, kam auch, glaube ich, erst vor ein paar Monaten raus und ja, finde ich, wie gesagt, zum Text oder Ähnlichem gibt es da jetzt nicht allzu viel zu sagen. Das ist alles wirklich auf sehr leichte Kost. Aber halt zum Laufen eignet sich das Lied richtig gut. Ich muss gestehen, ich kannte das Lied nicht vorher. Ich glaube aber, De La Soul, waren die nicht auch früher mal irgendwie groß? Also Ja, da gab es ja, ja, dann, ja. De La ne? Also Soul ich glaube auch ist halt 90er eine, oder so, ne? ja, 90er Jahre ganz groß, sehr viele Erfolge gefeiert. Also die gibt es immer noch, Ja. haben auch letztes Jahr eine Platte rausgebracht, aber halt, ne, also die sind jetzt, ne, die machen das alles so auf niedrigerem Niveau, sag ich mal. Die machen halt viele Sachen jetzt, wie jetzt halt mit DJ Shadow, ne, treten die auf, das machen die auch mit anderen Musikern, ja. Da sind die so gut dabei. Aber DJ Shadow kann ich wirklich empfehlen. Da hat, wenn man so ein bisschen auf DJ, ja, so Hip-Hop und Sampler steht und so weiter, dann ist das ganz, ganz okay und ganz cool, um das Ganze so einfach mal so zum Laufen oder nebenbei hören. Ganz, ganz coole Musik. Ich habe es mir in der ausführlichen Vorbereitung auf die Sendung auch kurz angehört. Ja? Ich fand es auch ziemlich cool. Also ich finde auch den Hintergrund vor allem besonders gut, ne? Also das finde ich Ja. irgendwie cool. So ein bisschen monoton mit Beat und dann aber drüber gerappt, finde ich sehr cool. Hört sich aber auch ein bisschen, hört sich schon so ein bisschen nach Oldschool-Hip-Hop auch an, oder? Ja, das ist das wahrscheinlich, was De La Soul mitbringt. Ja, genau. Ne? Und DJ Shadow selbst, der ist ja auch schon länger dabei. Ne? Der hat ja auch mit allen möglichen Musikern schon irgendwie Musik gemacht. Und ich glaube, ja, da gibt's schon ein paar, ja, also so die Neigung Ja. zu der Hip-Hop-Musik der 80er und 90er, das hört man bei ihm oft schon raus. Ja, also es ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern Nee, es nee, ist nee, mir nee, das aufgefallen, weil habe ich ich auch gar nicht so aufgefasst, wusste nee, nicht, dass nee, das doch. eine neue, relativ neue Erscheinung ist und dachte eigentlich, dass es älter ist, weil es sich fast so ein bisschen an so anhört. Aber cooler Track auf jeden Fall. Kommt auf die Playlist, werde ich ausprobieren, wie es zum Laufen geht. Genau, also wie gesagt, ne, Schuhe an, vor die Tür gehen, GPS-Uhr an und dann das Lied anmachen. Und also zumindest mir geht es so. Ich muss mich da wirklich bremsen. Ich muss mich wirklich bremsen, um jetzt wirklich locker zu laufen anfangs, weil dieses Lied da einen so pusht. Gerade Anfang ist halt so, weißt du, das pusht einen am Anfang sehr. Es soll Schlimmeres geben. Bitte nochmal? Es soll Schlimmeres geben, als sich Das bremsen zu müssen. definitiv, definitiv. Ja. Ja, sehr cool. Super, das war's ja auch schon fast, ne? Ja, ich fand wirklich eine sehr, sehr, ja, sehr coole Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ludwig, mit dir über das Buch zu sprechen. Wir haben ja auch schon im Vorfeld dem Ganzen hier entgegengefiebert. Also ich auf jeden Fall. Auf jeden Und Fall, ja. ja, habe mich da wirklich sehr gefreut auf die Folge. Und an dieser Stelle vielleicht meine kleine Bitte auch an die Hörer. Also wenn ihr das Buch kennt oder wenn ihr das Buch gelesen habt, schickt uns mal
eure Meinung zu diesem Buch. Na, wir haben jetzt schon beim Frodeno-Buch, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, fällt mir gerade ein. Beim Frodeno-Buch haben wir schon ein paar Kommentare bekommen, ne, Zuschriften bekommen, dass das wohl ganz gut ankam. Wir haben auch ein paar Buchvorschläge bekommen, ne, die wir auf jeden Fall auf unsere Liste aufgenommen haben, die auf jeden Fall auch mal drankommen. Das freut uns sehr, aber gerade zu Rich Roll würde mich mal so die Meinung unserer Hörer interessieren, was sie von dem Buch halten. Genau, also das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig. Alle Bücher, die ihr uns vorschlagt, die kommen auf eine Liste. Also wir haben hier wirklich eine Liste, wo wir die Bücher aufschreiben. Es ist nicht so, dass wir uns denken, ja, nett, aber interessiert uns nicht oder keine Ahnung, haben wir eh schon gelesen. Jedes Buch, das ihr uns vorschlagt, kommt auf die Liste und dann werden wir das nach und nach abarbeiten. Das Rich Roll Buch hatten wir tatsächlich schon geplant, dass wir das als zweites machen, weil wir eben da doch sehr intensive Erfahrungen gemacht haben, wie ihr gemerkt habt. Das ist das eine. Und was ich auch noch ganz konkret fragen möchte, ist, schreibt gerne mal zurück, ob wir euch die Bücher zu ausführlich besprechen oder ob ihr zu viel Spoiler drin habt oder ob wir vielleicht irgendwie allgemeiner bleiben sollen oder ob das genau gut so ist, wie es jetzt ist. Das vielleicht auch ganz kurz für uns, weil wir wollen natürlich nicht zu viel verraten. Auf der anderen Seite ist es halt einfach schwierig, wenn man über Bücher spricht, sich dann eben zurückzuhalten, weil es halt einfach so toll ist. Aber schreibt es gerne auch zurück, wie ihr das findet und was ihr da denkt. Genau. Und abschließend möchte ich noch sagen, ne, weil wir gerade von Büchern, Buchvorschlägen gesprochen haben, das nächste Buch, es wird natürlich nicht verraten, was es ist, aber das nächste Buch ist eine Empfehlung eines Hörers. So ist es. Und es wird eine Genau. Weihnachtsausgabe geben. Genau. Und da werden wir noch ein paar Sachen in unseren Nikolaus Säcken haben. Genau, ja. So sieht's Genau. aus. Sehr Weihnachtsmann schön. wollte ich sagen, nicht Nikolaus, Weihnachtsmann heißt es ja. Weihnachten, ja. Ja, also da kommt ja einiges ja, auf uns, euch zu. Wir freuen uns auf jeden Fall. Auf Hoffe, jeden Fall. ja, das hat euch heute auch schon mal irgendwie Spaß gemacht beim Zuhören und vor allem Lust auf das Buch. Und ja, von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen und Laufen. Bis dann, ciao. Ciao.